Ich darf euch recht herzlich zu unserer heutigen Diskussionsveranstaltung mit dem Namen Globalisierung am Ende begrüßen. Eine Diskussionsveranstaltung, die eine Geschichte hat, eine Vorgeschichte hat und gleichzeitig auch ein Projekt ist. Und anstatt den Text noch einmal zu verlesen, möchte ich euch kurz zwei Ereignisse oder zwei Vorgängerinitiativen in Erinnerung rufen, die letztendlich zu der heutigen Fragestellung geführt haben. Nämlich die erste war im Herbst die Konferenz von ATTAC, Sackgasse EU, wo ein Ergebnis war, dass weder der Euro noch die EU zu reformieren sei, aber keine Konsequenz, keine politische Konsequenz ausgezogen worden ist. Und dann in der Folge gab es auch hier in diesen Räumlichkeiten von der gleichen Initiative eine Veranstaltung zum Freihandel. Demokratie und Freihandel, ist es kombinierbar, ist es nicht kombinierbar, wo ganz wesentlich die Initiative gegen das CETA, gegen das Volksbegehren, die Initiative für das Volksbegehren dabei war, wo auch der Kollege Handelfinger dabei ist, wo noch einmal diese Thematik diskutiert worden ist, was Freihandel bedeutet, wie er einschränkt, wie man ihn steuern kann. Und infolge dieser Diskussionen hat der Boris und auch ich uns überlegt, dass wir diese Diskussion fortsetzen wollen, nämlich die Frage, was ist mit der Globalisierung? Es gibt eine Krise der Globalisierung. Können wir den Sachzwangmarkt zurückdrängen und zur Politik zurückkehren? Können wir den Primat der Politik wiederherstellen? Und wie geht das? Und aus dem heraus ist eigentlich diese Fragestellung geboren. Ich möchte es in drei Punkten bringen als Fragestellung an die Diskutanten. Das eine ist diese Krise der Globalisierung. Da gibt es einen sozioökonomischen Aspekt und einen politischen Aspekt, dass man sich überlegt, wo wir stehen. Da gibt es viele Ausdrücke dessen. Der letzte Ausdruck ist zum Beispiel auch die Wahl in Frankreich, wo die Hälfte des Wahlvolkes sich gegen die Globalisierung ausgesprochen hat oder gegen deren Konsequenzen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir haben mit der CETA- und der TTIP-Debatte eine Situation, wo in Österreich nach manchen Umfragen zwei Drittel der Bevölkerung gegen den Freihandel sind. Nur, was hat das für eine institutionelle politische Konsequenz? Zwei Drittel sind gegen den Freihandel, aber wenn man gegen den Euro ist, dann ist das ein ganz starkes Tabu. Wie passt das zusammen? Das ist die zweite Fragestellung. Und die dritte Fragestellung, die sich daraus ergibt, ist, was können wir tun, um Gesellschaft politisch gestaltbar zu machen und diese soziale Krise, die wir durchleben, wo die Mehrheit weiter absteigt, natürlich in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich stark, das aufzuhalten, dagegen zu wirken, politisch zu formieren. Das sind die drei Fragestellungen, denen wir uns stellen wollen. Und ich möchte die Redner vorstellen, gleich rechts von mir, der Boris Lechtaler. Er ist von der Solidarwerkstatt und vom Komitee Euroexit, ist eigentlich auch der Mitorganisator, ich habe das schon gesagt. Dann der Christian Zeller daneben ist Professor für Wirtschaftsgeografie an der Universität Salzburg. Der Rainer Handelfinger ist Bürgermeister von Obergrafendorf in Niederösterreich und Teil der Anti-CETA-TTIP-Volksbegehrensinitiative. Und die Hanna Lichtenberger ist Politikwissenschaftlerin an der Uni Wien und schreibt den Blog Mosaik, mit dem wir uns auch schon öfters in diesem Rahmen auseinandergesetzt haben. Ein letztes Wort, der Veranstalter ist die Initiative Demokratie statt Freihandel. Und das ist gleichzeitig auch ein Angebot, weil viele von uns sind in der Initiative, ich auch, Euro-Exit, aber wir wissen, dass Euro-Exit sehr wenig angenommen wird, weil das sehr radikal scheint und auch dem Vorwurf
nationalistisch zu sein, unterworfen ist, was wir nicht sind, aber es wird uns vorgeworfen. Darum haben wir gesagt, um Debatten überhaupt zu ermöglichen, gehen wir über die Frage Freihandel, stellen wir den Freihandel in Frage und den Wunsch, Demokratie zu favorisieren und damit eine Plattform zu bilden, wo man über die Frage diskutieren kann. Und das ist heute einer dieser Punkte. Ich möchte damit aufhören und den Rednern das Wort geben. Der Christian Zeller wird anfangen. Danke soweit. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einführung. Ich war bei der Vorbereitung mir nicht ganz klar, wie stark ich jetzt auf dieser Europafrage oder überhaupt die, sagen wir, eine Einschätzung von Globalisierung oder Krise der Globalisierung machen soll. Und was ich jetzt mache, ist so etwas, ich versuche beides in der ganz, ganz kurzen Zeit. Vorweg eine Bemerkung, die ganz wichtig ist. Wir leben bekanntlich in einer kapitalistischen Gesellschaft. Und die kapitalistische Gesellschaft ist eine Form der gesellschaftlichen Organisation, die auf Profitmaximierung, auf Mehrwertaneignung beruht und auf Konkurrenz. Das heißt, die Unternehmen stehen in Konkurrenz zueinander, um möglichst große Marktanteile, um neue Produkte, um neue Technologien und so weiter. Das gibt inhärent einen Zwang, Kapital zu akkumulieren, und gibt einen Zwang zu Wachstum. Ein Zwang zu Wachstum in neue Bereiche, in neue Märkte, in neue Felder und so weiter. Das ist, da können wir uns wahrscheinlich relativ schnell mal einigen. Was aber auch wichtig ist, die kapitalistische Gesellschaft ist auch eine Herrschaftsweise. Sie ist nicht nur eine Produktionsweise. Und die Art dieser Produktionsweise, die wird herrschaftlich organisiert über verschiedene Formen. Über die Form beispielsweise des Staates, des bürgerlichen Staates, über weitere Institutionen. Ebenso ist auch die Art und Weise, wie Europa organisiert wird oder immer organisiert wurde, also seit der Formierung der EU oder der Vorgängerorganisationen, ist eine Herrschaftsform zur Durchsetzung spezifischer gesellschaftlicher Interessen. Natürlich ist die Ausgestaltung dieser Herrschaftsform oder des Staates oder anderer Organisationen immer auch Ausdruck von unterschiedlichen Kräfteverhältnissen, das ist klar. Wenn wir jetzt aber die Globalisierung ansehen, wie wir sie gegenwärtig oder die gegenwärtige, sagen wir, die weltökonomische, auch die geopolitische Situation, ist das eine sehr, sehr widersprüchliche Situation. Einerseits ist es eine Konstellation, die geprägt ist von einer, ich würde sagen, Dominanz des Finanzkapitals. Was heißt das konkret? Einerseits kann man das ganz einfach sagen, es sind Organisationen, die, wie Banken, Fonds, Investmentfonds, Hedgefonds und so weiter, die letztlich den Rhythmus des Akkumulationsprozesses, den Rhythmus des der industriellen Produktion gestalten, bestimmen. Gewissermaßen den Takt vorspuren. Letztlich geht es darum, aus Geld mehr Geld zu machen. Wie auch immer das geschehen mag, hinter dem Rücken der Menschen, der Akteure. Das ist das zentrale Ziel. Weil wir aber seit den 70er Jahren unterschiedliche Formen der Krisen erlebt habe. Beispielsweise in den 70er Jahren oder 60er, 70er Jahren ist die Profitabilität des Kapitals in vielen Bereichen zurückgegangen. Folglich musste reagiert werden aus Herrschaftssicht. Maßnahmen mussten gefunden werden, die Profitabilität wieder zu steigern. Das war der Hintergrund der neoliberalen Offensive. Das war auch der Hintergrund von einer ganzen Reihe von Finanzialisierungsprozessen. Und in der Tat ist es gelungen, die Profitabilität in etlichen Bereichen auch wieder zu steigern. Zugleich ist es gelungen, neue Länder, neue Regionen der Herrschaft des Kapitals zu unterwerfen, die das vorher nicht waren, die irgendeiner anderen anders gesellschaftlich organisiert waren, sage ich mal vorsichtig. Also beispielsweise weite Teile dessen, was die Sowjetunion war, China beispielsweise, die wurden in diese Welt hinein. Und ich würde sagen, das, was in China passiert in den letzten 30 Jahren, ist wahrscheinlich die bedeutendste
ökonomische und politische Veränderung überhaupt auf dem Globus, weil sie ein gigantisches neues Feld eröffnete, wo Kapital tätig werden konnte, wo weit über eine Milliarde Menschen neu in diesen Bereich hineingebracht wurden. Wie vieles in der kapitalistischen Entwicklung ist auch das widersprüchlich. Mit der Integration von China wurde sogleich auch praktisch ein neuer Rivale, der mittlerweile auch seine politischen, ökonomischen Ambitionen, nicht nur in Asien, mittlerweile eingeschränkt sogar weltweit, zu artikulieren beginnt. Ja, das ist eine Paradox, vielleicht oberflächlich gesehen eine paradoxe Entwicklung. Diese Finanzialisierung, die ich vorhin erwähnt habe, hat gewissermaßen aufs Erste eine ganze Reihe von Krisentendenzen nicht vorerst sogar verschoben. Ich vertrete nicht das Argument, dass die Finanzialisierung Grund unserer Krise ist. Ich drehe das Argument um. Die Finanzialisierung hat sogar geholfen, die Krise zu verschieben in neue Bereiche hinein. Die Krise wäre schon viel vorher ausgebrochen. Es wurde möglich, die Leute mehr zu verschulden, die öffentliche Verschuldung wurde hochgetrieben, die private Verschuldung wurde hochgetrieben, beispielsweise die Immobilien in den USA, in Spanien, in vielen anderen Ländern. Das heißt, es wurde neue Kaufkraft generiert, es wurden neue Märkte generiert, und wenn die nicht generiert worden wäre, wären Krisenerscheinungen von zu vielen Produkten, zu vielen Waren, zu vielen Maschinen, zu vielen Produktionseinrichtungen sogar schon vorher ausgebrochen. Das heißt, das Problem wurde aber nicht gelöst. Damit wurden nur die Widersprüche dieser kapitalistischen Gesellschaft zusätzlich erhöht, wurden praktisch neue Gefahrenmomente, neue Widersprüche generiert. Und in dieser Situation, denke ich, müssen wir jetzt auch die europäische Debatte, müssen wir Europa ansehen. Und wenn ich sage, die kapitalistische Wirtschaft ist auch eine Herrschaftsform, dann trifft das natürlich selbstverständlich auch für die Form der Europäischen Union zu und für alle ihre Projekte. Das heißt, die Europäische Union wurde von Anbeginn an als Herrschaftsprojekt konzipiert. Von Anfang an, also seit der Mitte der oder späten 50er Jahren. Es ist mittlerweile eine Institution, wo die neoliberalen Prinzipien fest institutionell eingeschrieben sind. Also die sind praktisch organisch in der Art und Weise, wie diese Organisation funktioniert, eingeschrieben. Es ist zwingend notwendig, dass eine Austeritätspolitik geführt wird innerhalb der EU. Die ganze Architektur beispielsweise der Währung ist darauf ausgerichtet, dass eine Herrschaftspolitik entwickelt wird im Interesse von großen Kapitalgruppen, im Interesse auch der finanziellen Verwertungsstrategien, die ich vorhin genannt habe. In der Geschichtsschreibung erscheint oft auch die Sache, ja, die EU sei auch ein Projekt der Völkerverständigung und so weiter und so fort. Ich will das nicht komplett negieren, nur wenn man aber ein paar wenige Kilometer über unseren engen Bereich von Europa hinaus blickt, sieht man, dass die EU auch weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart ein komplett friedliches Projekt wäre. Also man muss nur nach Jugoslawien schauen. In 20 Jahren ist es nicht ganz eindeutig. Jetzt hat die EU einen großen Binnenmarkt geschaffen, wo auch diese Konkurrenz zwischen den einzelnen Kapitalen zugespitzt wird. Ja? Und das war auch eines der erklärten Ziele und hat auch geholfen, die Profitabilität in etlichen Industrien zu steigern. Insofern wurde ein Teil des Zieles gewissermaßen erreicht. Aber auf der anderen Seite stehen gesellschaftliche Kosten. Sparpolitik, Kürzungspolitik, Veränderung der Arbeitsverhältnisse und so weiter und so fort. Ich sage nicht, dass die EU schuld ist oder verantwortlich, dass diese Politik so durchgeführt wurde. Die wäre auch im nationalstaatlichen Sinne, wird sie auch durchgesetzt. Aber die EU ist eine weitere Form, eine weitere institutionelle Form, diese Politik voranzutreiben. Ja? Viele Länder, die nicht in der EU sind, ich komme ursprünglich aus einem solchen Land, der Schweiz, da wird diese Politik auch durchgeführt. Ja? Vielleicht sogar noch schlimmer oder so traditionell. Ja? Also das ist nicht die entscheidende Frage. Aber die EU ist ein zentraler
ist ein zentraler Moment. Jetzt haben wir aber gleichzeitig, und das macht die Sache schwierig, eine politische Krise der Repräsentation. Viele Menschen fühlen sich nicht mehr repräsentiert durch die klassischen Parteien, seien es konservative Parteien, seien es sozialdemokratische Parteien, seien es kommunistische Parteien, also eigentlich so praktisch die gesamte politische Landschaft, die wir so kennen, ist in die Krise geraten. Für die kommunistischen Parteien gibt es eigentlich schon seit 20, 30 Jahren. Die Sozialdemokratie hatte in den 90er Jahren gehofft, dass sie davon profitiert und praktisch zu einem neuen glorreichen Zeitalter tritt, also mit Blair, Schröder, Jospin vor 20 Jahren. Da hatten sie praktisch mal eine Konstellation, wo sie fast in allen Ländern Europas die Regierung stellten oder daran beteiligt war. Da habe ich nur ein Land, war damals nicht sozialdemokratisch, ich dachte, das war Spanien damals. Sie haben diese Chance genial verspielt, respektive sie wollten sie schon gar nicht erst wahrnehmen, weil sie nämlich selber auch ein Teil des herrschenden Blocks war, die diese neoliberale Politik durchführte. Mittlerweile würde ich so weit gehen, dass diese Krise der Repräsentation ist auch ein Ausdruck einer Krise der Arbeiterbewegung. Jetzt mache ich einen ganz großen Bogen, um vielleicht etwas zu provozieren. Die Linke oder die Arbeiterbewegung, wie sie im vorletzten Jahrhundert entstanden ist und dann sagen wir einen ersten großen Durchbruch mit der Russischen Revolution, genau vor 100 Jahren, erfuhr, dieser Zyklus der Arbeiterbewegung ist zu Ende. Der ist schon vielleicht vor 20 Jahren zu Ende gegangen oder ist Stück für Stück zu Ende gegangen. Das Problem ist jetzt, wenn ein Zyklus zu Ende geht, heißt das nicht, dass automatisch ein neuer kommt. Es kann auch irgendwo eine lange Phase von Nebelschwaden, von unklaren Konstellationen sein. Und ich gehe davon aus, dass genau das die Situation ist. Das heißt, die Herausforderung, vor der eine solidarische, eine linke, oder ich würde sagen eine antikapitalistische Politik steht, ist, dass überhaupt wieder elementare Prinzipien einer antikapitalistischen Politik überhaupt mal formuliert werden. Ja? Wie kann das gehen? Und jetzt haben wir das große Problem, dass das ausgesprochen schwierig ist, sowohl auf nationaler Ebene, regional will ich gar nicht sprechen, weil das illusorisch ist, aber auch auf übergeordneter, auf internationaler oder europäischer Ebene. Und ein Beispiel, was sicher schockierend war und wirklich grundsätzlich verarbeitet werden muss, ist das die Erfahrung der griechischen Regierung, der Syriza-Regierung, die ganze erste Jahreshälfte 2015, nachdem Syriza in die Regierung gekommen ist, ist Syriza davon ausgegangen, dass sie mit einer bestimmten Bündnispolitik, mit einem Teil von sozialdemokratisch beeinflussten Regierungen, einen gewissen Spielraum erobern können, um eine, sagen wir, vorsichtige Anti-Austeritätspolitik führen zu können. Diese Einschätzung war komplett falsch, das war unmöglich, weil die Bündnispartner, die sie für diese Politik vorgesehen haben, die sozialdemokratischen Parteien, nicht bereit waren, eine solche Politik zu führen. Also weder die Parti Socialiste in Frankreich, noch in Deutschland erst recht nicht, in Österreich auch nicht. Das heißt, Syriza war alleine. Die waren verloren, hatten aber auch die Konsequenzen daraus nicht gezogen. Dann zu sagen, ja gut, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als die Bevölkerung vor Ort, in Griechenland selber und in Europa versuchen zu mobilisieren gegen die Erpressung der Troika, der Eurogruppe. Das haben sie auch nicht gemacht. Das war ein halbes Jahr komplette Lähmung, das ganze erste halbe Jahr 2015. Dann gab es bekanntlich dieses Referendum im Juli 2015, wo überraschenderweise, wahrscheinlich auch für die Syriza-Führung, ein großer Teil der Bevölkerung sich gegen die Troika-Politik, gegen die Erpressung ausgesprochen hat und am Tag danach hat die Syriza-Führung komplett kapituliert, weil sie diese Konfrontation, die eigentlich die Bevölkerung zumindest einem gewissen Teil bereit gewesen wäre einzugehen, nicht führen wollte. Ja? Ich sage nicht, dass diese Konfrontationspolitik erfolgreich gewesen wäre. Das wissen wir nicht. Ja? Aber was klar war, dass dieser Weg, der dann eingeschlagen wurde, sich praktisch dem Diktat zu beugen, komplett illusorisch von Anfang an war. Also nicht die geringste Chance auf irgendeinen Erfolg hatte. Und das zeigt sich jetzt ganz konkret in der griechischen Entwicklung, wie jetzt in den letzten zwei Jahren Syriza letztlich
zum Steigbügelhalter oder zum Gehilfen letztlich der Troika wurde. Ganz einfach. Wie alle ihre Vorgängerregierungen genau gleich. Jetzt perspektivisch, damit endlich, stellt sich nun die Frage, was kann man machen? Das wäre auch die Frage, vor der Mélenchon gestanden wäre, wenn er im zweiten Wahlgang gekommen wäre und vielleicht, wissen wir nicht, gewonnen hätte. Oder es ist auch die Frage, vor der Podemos stünde und so weiter und so fort. Das Problem ist, es führt kein Weg dran vorbei, den Gehorsam gegenüber den Auflagen der Troika oder dieser Politik der EU komplett zu verweigern. Weil das zwingend ist, um überhaupt auch nur die minimalsten Schritte in die Wege zu leiten einer Anti-Austeritätspolitik. Es geht nicht anders. Man müsste die Konfrontation voll eingehen. Die EU ist in der Lage, oder die EZB ist in der Lage, die Liquidität jedes Landes von einem Tag auf den anderen praktisch abzuklemmen. Ja? Das wurde auch gemacht in Griechenland, da wurden die Banken geschlossen, es war eine knallhart kalkulierte Erpressungspolitik. In einer solchen Situation, nicht als Dogma, sondern aus Notwehr, bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als auch die Frage der EU, der Währung und eigentlich der gesamten Verfasstheit der EU mitzustellen. Es bleibt gar nichts anderes übrig. Es gibt keinen anderen Ausweg, als das auch zu tun, weil alle anderen Wege versperrt sind. Allerdings will ich damit nicht einem nationalistischen Ausweg das Wort sprechen. Das wäre auch eine schwierige Sache. Wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn Griechenland ausgestiegen wäre. Das wäre eine extrem schwierige Situation gewesen. Das sagen auch alle, also sagen auch kritische Ökonomen wie Kostas Lapavitsas, der selber eigentlich eine eurokritische Position verfolgte. Das heißt aber, an einer internationalistischen Perspektive, die bleibt wichtig, allerdings eine internationalistische Perspektive, die dann versucht, die verschiedenen Bewegungen tatsächlich vor Ort aufzugreifen. Aber es führt kein Weg dran vorbei, praktisch diese Frage der grundsätzlichen Konfrontation zu stellen. Ich sage nicht, dass man mit einer EU-Kritik oder einer Euro-Kritik in jede Konfrontation einsteigen muss. Ich sage, in Österreich beispielsweise hielt ich das nicht für das Wichtigste. Aber es kann eine Reihe von Ländern geben, wo am Ende gar kein anderer Ausweg mehr besteht. Und jetzt, wenn jetzt in Frankreich Mélenchon gewonnen hätte, gut, das war letztlich doch, glaube ich, ein ganzes Stück davon entfernt, hätte sich sofort die Frage gestellt, was macht ein Präsident Mélenchon, sofern er auch im idealsten aller Fälle noch die Mehrheit im Parlament gewonnen hätte, was komplett unsicher gewesen wäre, auch im besten aller Fälle, dann wäre, um wirklich seinem eigenen Programm, um sein eigenes Programm ernst zu nehmen, hätte er die totale Konfrontation mit der EU, mit Merkel eingehen müssen. Ob er das dann gemacht hätte oder nicht, da wage ich große Zweifel. Ich glaube nicht, dass er es gemacht hätte. Aber da führt kein Weg dran vorbei. Und das stellt natürlich eine große Frage, auch überhaupt für Oppositionsbewegungen, für soziale Bewegungen. Wie geht man mit dieser Frage um? Ich glaube, im Alltag ist es wichtig, die sozialen Fragen, die vor Ort sind, zu stellen. Also gegen Privatisierung oder positiv formuliert gesellschaftliche Aneignung, privatisierter Betriebe, gegen eine Sparpolitik und so weiter und so fort. Aber letztlich muss man diese grundsätzliche Konfrontation im Hinterkopf behalten. Jetzt habe ich schon viel zu lange gesprochen. Danke, Christian. Der Christian hat ganz wichtig auf die Brüche hingewiesen. Das ist auch im Untertitel da, aber es ist eine Fragestellung. Und Rainer Hampelfinger, der auch SPÖ-Mitglied ist, hat vielleicht dazu eine andere Position. Bitte. Ja, eine andere Position, vielleicht nicht eine nicht ganz so theoretische Position, natürlich, weil ich als Bürgermeister mit der Realität sehr oft hautnah betroffen bin. Aber das Motto des heutigen Abends ist die Frage Globalisierung am Ende. Ich glaube prinzipiell nicht, dass die Globalisierung am Ende ist. Wir sind mittendrin in der Globalisierung.
die Globalisierung könnte sich noch weit verschärfen. Das Problem, das ich als Internationalist ganz einfach habe, ist, dass ich oftmals gefragt werde, was ist jetzt das Problem als internationaler denkender Mensch, was hast du für ein Problem mit der Globalisierung? Ja, du wirst in Trump seine Politik übernehmen und nationalstaatlich werden. Also wir haben schon die Überlegung zu treffen, welcher Handel ist für uns in Ordnung. Und da brauchen wir auch den internationalen Handel dazu, auch in der Überlegung der Entwicklungszusammenarbeit. Es muss nur ein Handel sein, der beiden Regionen etwas bringt, nicht beiden Partnern. Das heißt, wenn auf der drüberen Seite ein Konzern steht und das dient dem Konzern, weil es zur Profitmaximierung ist. Wir treiben Handel mit Palmöl und das sehr extensiv. Ja. Und wenn jetzt in Indonesien beispielsweise nur mehr Palmölplantagen auf dieser Insel stehen, dann profitiert wahrscheinlich nicht die Region in der Form, in der wir das gerne hätten, weil dann kann man darüber diskutieren, ob das nicht sinnvoll und zweckmäßig ist. Es profitiert ein Konzern, der Geschäfte machen will und den Profit maximieren möchte. Und dort fängt das Problem an, ja, wo wir dann uns einschalten müssen, damit der globale Handel ganz einfach nicht nur segensreich ist, sondern auch Probleme bringt. Warum haben wir uns als sechs Bürgermeister überlegt, gegen CETA aktiv zu werden und ein Volksbegehren einzubringen, das teilweise sogar gegen die eigene Parteilinie? Wir haben auch niemanden gefragt, weil uns dann mit Sicherheit gesagt worden wäre, das ist jetzt nicht oder das passt uns nicht in Kram oder überlegt sich das. Und wir haben einfach gesagt, wir machen das, weil wir der Meinung sind, dass die Politik in Österreich, in anderen nationalen Staaten ganz einfach viel zu viel Druck bekommt von den Konzernen. Die haben mittlerweile schon sehr wenig Handlungsspielraum, unsere Politiker. Und ich will da niemandem einen Vorwurf machen, es ist sicher keine angenehme Tätigkeit, permanent sich mit Lobbyisten auseinandersetzen zu müssen auf europäischer Ebene und dort permanent zu hören, wie ahnungslos man nicht ist. Ja, weil mit dem Schmäh kommen die Lobbyisten und erklären dann, wie segensreich das CETA ist. Das Problem dabei ist natürlich nur, dass das mit Sicherheit segensreich ist. Die Frage stellt sich, für wen ist das segensreich? Und da kann man natürlich darüber diskutieren, ja, ob das Freihandelsabkommen CETA auch gute Inhalte drinnen hat, ja, wo man versucht, die Standards für alle etwas anzupassen. Nur denke ich, dass wir ein Recht darauf haben zu sagen, dieser und jener Passus in CETA ist für uns so nicht akzeptabel. Und da müssen wir nochmal drüber reden. Und wir sind immer vertröstet worden, dass CETA noch nicht fertig verhandelt ist und reden wir über CETA, wenn CETA fertig ist. Und kaum ist CETA fertig und wir wollen einen Einspruch erheben, hat man gesagt, jetzt ist fertig ausverhandelt, jetzt ändert man das nicht mehr. Mit den ganzen Leseräumen und dass man Handys und jegliche Kopiermöglichkeiten und Fotoapparate außerhalb der Leseräume lassen muss, als EU-Abgeordnete, so wie ich es mit der Karin Kadenbach besprochen habe, das war Realität, bitte. Jetzt frage, für wen machen wir da Politik? Für wen machen wir da Politik? Und man muss die Kanadier in Schutz nehmen, es waren ja nicht die Kanadier, die dieses CETA so rasch durchbringen wollten. Das sind schon unsere EU-Leute gewesen. Die EU-Kommission hat da sehr viel Druck dahinter gesetzt und hat versucht, möglichst rasch dieses Abkommen, nachdem TTIP ein bisschen in die öffentliche Kritik gekommen ist, das CETA schneller durchzupeitschen, damit es eigentlich dann eine gute Vorlage für TTIP sein könnte. Ja? Jetzt sage ich ganz ehrlich, ich will auf die inhaltliche Kritik gar nicht so eingehen, aber es geht darum, dass uns jetzt von der industriellen Vereinigung sehr oft die Kritik gemacht, gegen den Kopf geknallt wurde, dass wir populistisch unterwegs werden. Das ist mit Sicherheit zu einem gewissen Teil richtig. Ich finde es aber in einer demokratischen Umgebung jetzt nichts Schlechtes, wenn die Bevölkerung, wenn wir die Interessen der Bevölkerung jetzt vertreten. Aber die industriellen Vereinigung hat uns immer gesagt, die Großindustrie und die Konzerne brauchen dieses CETA nicht. Die treiben eh schon Handel. Und es wäre ein Segen für die KMUs,
dass die einen besseren Handel mit Kanada treiben könnten. Meine Gegenfrage wurde noch niemals beantwortet, wieso können dann die KMUs nicht klagen? Weil eine Klage ungefähr 8 Millionen Euro mal an Anwaltskosten kosten würde. Das heißt, es kann mein Bruder, der ein kleiner Unternehmer ist, ja, sich niemals leisten mit einem Jahresumsatz von 300.000, 400.000 Euro. Ja, wie soll das funktionieren? Gibt es keine Antwort, weil einen Prozessfinanzierer zu finden mit dem Jahresumsatz wird äußerst schwierig sein. Das ist der erste Punkt. Dann frage ich mich, welche Landwirten da wirklich groß davon profitieren würden. Nämlich unter den Landwirten, die ich als Landwirte bezeichne. Ich will keine Agrarindustrie, ich will Landwirte. Die kleinen und mittelständigen Bauern, die uns die Lebensmittel produzieren, ja, welches Interesse haben die daran, nach Kanada zu exportieren? Ich sage euch, da interessiert das relativ wenige Landwirte. Die Landwirte selbst waren auf den Barrikaden. Aber natürlich die weiterverarbeitende Industrie, damit der Speck dann tatsächlich, der schon von den Landwirten an den Handel verkauft worden ist, nach Kanada exportiert worden ist, werden kann, dort sind natürlich dann die Interessen schon sehr stark vorhanden. Das heißt, die kleinen und mittleren Unternehmen, wo uns jetzt verkauft werden soll, dass die profitieren in starkem Ausmaß, ja, sind aber in Wahrheit nicht die Profiteure. Profiteure sind die, die eh schon groß sind. Und das Problem, was unsere Landwirte nur dazu haben, jetzt ist der Milchpreis jetzt schon so dramatisch. Ja, die Lebensmittel sind de facto relativ wenig wert. Ja, unsere Landwirte sind tatsächlich unter Druck, mit vielen gesprochen. Ja. Zusätzliche Freihandelsräume aufzumachen, würde bedeuten, dass unsere kleinstrukturierte Landwirtschaft mit knapp 20 Hektar pro, im Schnitt pro Landwirtschaft gegen Konzerne, Agrarkonzerne im amerikanischen oder nordamerikanischen Bereich, hat man eine Betriebsgröße, die ungefähr 10-mal so groß ist, 200 Hektar. Natürlich können die billiger produzieren. Aber die Frage ist nicht, können die billiger produzieren und effizienter produzieren, sondern ist diese Art und Weise der Produktion für uns in Ordnung? Also es geht nicht nur darum, effizienter zu werden, sondern auch sinnvoller zu produzieren. Und jetzt möchte ich nur kurz auch auf die Akkumulation, die du richtigerweise angesprochen hast, zu sprechen kommen. Das ist ein Trend im kapitalistischen System natürlich. Kennt sicher auch die Zeitung Trend, die hat dann immer jedes Jahr so ein Ranking der 100 reichsten Österreicher und braucht sich nur anschauen, wie die Familie Pich ihr Vermögen vermehrt von einem Jahr aufs andere Jahr. Da gibt es dann auch immer diese Diskussion, ob Vermögensteuern nicht endlich zielführend wären. Sage ich nur, dass die Vermögensteuer, dass man Vermögensteuer einführt, das ist nett, würde den Prozess der Akkumulation aber nicht stoppen, sondern nur verlangsamen, weil wenn man 20 Milliarden pro Jahr das Vermögen vermehrt und man macht 25% Vermögensteuer drauf, dann vermehrt man das Vermögen halt nicht um 20 Milliarden, sondern um 15 Milliarden. Das ändert aber daran nichts, dass diese Familie natürlich sehr viel schneller reich wird oder sehr schnell reich wird und auf der anderen Seite ich dann in meiner Gemeinde Leute habe, die natürlich davon nicht profitieren, die dann in die Gemeindestube kommen um eine Wohnung. Und auf der anderen Seite findet das Vertreiben der armen Menschen statt. Und jetzt provoziere ich bewusst ein bisschen. Die Gemeinde finanziert die Mindestsicherung in der Gemeinde der Menschen, die Mindestsicherung beziehen, mit 50%. Das heißt, es kostet der Gemeinde jetzt, sage ich, wenn sie 50.000 Euro kostet, dann ist das ein Geld, das die Gemeinde eigentlich gut brauchen könnte. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du beschäftigst diese Leute in dem Ausmaß, dass sie aus der Mindestsicherung herausfallen, dann da sparst du die 50.000 Euro. Oder du schaust, dass die Leute anbringst. Wie bringt man die Leute an? Als Gemeinde verkauft man einfach die Gemeindewohnungen. Das ist ein interessanter ökonomischer Ansatz, die Gemeindewohnungen zu verkaufen. Eine Genossenschaft oder ein privater Investor ist mit Sicherheit sehr interessiert und würde diese Wohnungen umbauen, Zentralheizung einbauen und würde eine Mietkategorie entwickeln, die den dreifachen Mietpreis umgeschaut wert wäre. Was würden die Leute, die die Mindestsicherung beziehen, sich nicht mehr leisten können? Die Mieten. Und somit passiert es tatsächlich, ohne dass die Bürgermeister es wahrscheinlich absichtlich machen oder bewusst zu machen, weil da würde ja an jedem Bürgermeister
fragen, ob er verstanden hat, was seine Aufgabe ist. Aber natürlich ist der ökonomische Druck auf die Kommunen mittlerweile so stark gewachsen, dass teilweise die Bürgermeister natürlich im Liberalisierungsumfeld gar keine anderen Möglichkeiten haben, um Schulden abzubauen, als ihr Eigentum, Gemeindewohnungen, die Schule und so weiter zu veräußern. Und da sind natürlich als erstes die Wohnungen dran und verschärfst du natürlich am untersten Spektrum dieses Problem, dass diese Menschen de facto die Verlierer der Globalisierung oder die Verlierer des Kapitalismus sind. Um nicht negativ aufzuhören, gibt es natürlich auch auf der untersten lokalen Ebene sehr viele Dinge, die wir gegen die Globalisierung unternehmen können. Das hat mit Nationalisierung in keinster Weise etwas zu tun, sondern ganz im Gegenteil. Wir denken sehr international. Ich bin als Gemeinde auch Mitglied im Klimabündnis. Wir haben in der Entwicklungszusammenarbeit mit dem Rio Negro. Und die Frage ist, was wir tun können als Gemeinde. Ich sage nur, 2,5 Millionen Euro fließen pro Jahr aus meiner Gemeinde ab an fossilen Energieträgern nur in der häuslichen Wärme. Nur in der häuslichen Wärme. Da können wir uns jetzt die Frage stellen, ob es nicht sinnvoller und zielführender wäre, wenn ich Förderungen ausschütte, dass eben dass die Menschen von diesen fossilen Energieträgern weggingen und möglichst mit verbrennungsfreier Heizung oder eben mit Bio-Hackschnitzel beispielsweise, die wir aus der Region ganz einfach holen können, diese 2,5 Millionen Euro in der Region zu halten. Alleine das, was das Arbeitsplätze bedeuten würden, brauche ich euch nicht erklären. Wir haben ein Selbsterntefeld in der Gemeinde gemacht, also ich sage nur Ernährungssouveränität, dass die Paradeiser nicht beim Biller und beim Spar wachsen im Regal, sondern dass die tatsächlich auf dem Feld zu ernten sind. Mit verschiedenen Gemüsesorten war in einer kleinen ländlichen Gemeinde wie Oberkaufendorf gar nicht so einfach, einen Landwirt zu finden. Ich war da sehr provokant und habe gefragt, schaffen wir was anderes außer Kukruz und Weizen? Das sind so, wenn du in unserer Gegend fährst, Kukruz, Weizen. Schaffen wir normales Gemüse in unserer Gemeinde anzubauen und das vielleicht sogar auf einem Wochenmarkt, den wir etabliert haben, anzupreisen. Ja, also ich glaube, dass es Möglichkeiten gibt, als lokale Einheit sehr viel gegen Globalisierung zu unternehmen, also gegen den Wildwuchs der Globalisierung. Und ganz eine wichtige Geschichte ist auch, die sehr einfach zum Umsetzen ist, dass man eine Regionalwährung einführt. Wir haben jetzt nicht wirklich ein Währungssystem gemacht, aber es darf jeder Österreicher und jede Österreicherin ihr eigenes Währungssystem entwickeln. Auf das sind wir drauf gekommen, weil wir eigentlich Stromhändler werden wollten. Wir wollten alle Ökostromanlagen in Obergrafendorf bündeln, den Strom von dort kaufen, so wie du vom Nachbarbauern die Milch kaufen kannst, wollten wir eigentlich den Strom einkaufen und das unserer Bevölkerung dann wieder zum Kauf anbieten. Das ist ein bisschen komplexer, das Thema. Aber das wäre eigentlich unsere Überlegung gewesen. Da sind wir drauf gekommen mit Tobias Plettenbacher, den wir eingeladen haben, mit alternativen Währungssystemen ganz einfach uns den Kopf zu zerbrechen, wie wir das am besten machen können. Jetzt zahlen wir alle unsere Gemeindeförderungen nur mehr in Obergrafendorfer Gutscheinen aus. Das ist de facto eine kleine Währung, aber dieses Geld, das wir als Kommune ausgeben, an Förderungen, muss in der Gemeinde ausgegeben werden. Und allein ich das sind mit dem, was jetzt im Umlauf ist, 170.000 Euro, mit dem, was an anderen oder was andere Firmen an Gutscheinen Mitarbeiter ausgeben und so weiter, haben wir 170.000 Euro, was wir dadurch wirklich in der Kommune halten und nicht irgendwo großartig in die Globalisierung fließt. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man angehen kann. Ob wir dadurch die Globalisierung stoppen, wage ich zu bezweifeln. Aber ich glaube, wenn man nicht versucht, den einen oder anderen Schritt zu wagen, dann hat man auf jeden Fall schon verloren. Vielen Dank, Rainer. Du hast es sehr stark heruntergebrochen auf die lokale Ebene. Es ist dann ein Wort gefallen, Nationalisierung. Und da habe ich mich sofort erinnert, Alitalia. Weil dort ist das die Hauptforderung der Belegschaft, Nationalisierung. Während Ryanair und EasyJet und so weiter die Ultraliberalen sind. Jetzt ist das gleich auch das Thema, das wir diskutiert haben auf der Konferenz von ATTAC und auch im Mosaik wird das diskutiert. Ist es möglich, das nur auf der lokalen oder regionalen Ebene dem was entgegenzusetzen oder muss es da auch eine nationalstaatliche Ebene?
Das ist sicher eine wichtige Frage, die ich auch gleich weitergebe an Diana. Erstmal danke für die Einladung und nachdem wir so viele sind, freue ich mich auch dann mit euch ins Gespräch zu kommen. Ein anderer Grund, warum ich gleich so stark über TTIP sprechen werde und vieles am Beispiel des Handelsabkommens zwischen der USA und der EU darstellen will, ist, weil ich meine Dissertation darüber schreibe, über die unterschiedlichen Interessen von Kapitalfraktionen und was deren Konflikte untereinander sind. Wenn wir über das Ende der Globalisierung reden und dann ganz oft Trump oder Brexit uns einfällt, dann glaube ich, lohnt es sich nochmal einen Schritt zurück zu machen und zu schauen, was neben vielleicht dem Ende der Globalisierung noch so Gründe für den Aufstieg von rechtspopulistischen Parteien oder nationalistischen Projekten einzelnen Figuren sind. Weil ich glaube, dass wenn wir über das Ende der Globalisierung reden, müssten wir, so wie der Christian das schön gemacht hat, über die Finanzialisierung sprechen, darüber, ob das wirklich aufgebrochen ist oder nicht, ob sich die Zusammensetzung von Profiten geändert hat. Zum Ende der Globalisierung und die Ausrufen, da wäre ich vorsichtiger, da glaube ich, müsste man eine ökonomisch breitere Diskussion führen. Aber wenn es darum geht, zu verstehen, was da gerade passiert auf der politischen Ebene, dann glaube ich, dass man einen Konflikt sehen können zwischen nicht nur unten und oben, ganz klassisch formuliert, sondern auch zwischen unterschiedlichen ökonomischen Akteuren. Also der Grund, warum TTIP nicht so eine Dynamik entwickelt, wie sich das die EU-Kommission vielleicht gerne vorgestellt hätte, liegt auch daran, dass es zwischen Kapitalfraktionen große Konflikte darum gibt, wie dieses Handelsabkommen ausschauen kann. Und ich glaube, so kann man auch Brexit verstehen, nicht nur als Konflikt zwischen Leuten, die nicht vom Kapitalismus profitieren oder da nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, sondern auch als Konflikt zwischen unterschiedlichen, zwischen transnational orientierten und eher nationalstaatlich orientierten Kapitalfraktionen. Warum funktioniert das aber, dass das in eine politische Mehrheit übersetzt wird? Und ich glaube, das hängt mit Dingen zusammen, die der Christian schon erwähnt hat, die ich vielleicht ein bisschen ausführen mag. Nämlich auf der einen Seite mit so einer Krise der Repräsentation, ganz stark auch, wenn wir uns anschauen, warum Antworten, nationalistische, rechtspopulistische Antworten innerhalb der Arbeiterinnenklasse funktionieren, hängt das auch mit der Krise der Sozialdemokratie auseinander und damit, dass diese ein bisschen mitgemacht hat mit dem, was Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler als Postpolitik verstehen. Wenn wir auf die Bundesebene schauen und weggehen von den lokalen Initiativen, wo es in Dreiskirchen zum Beispiel auch gute Ansätze gibt. Ich komme aus dem Burgenland, da ist nicht so fein, aber wenn wir auf die Bundesebene schauen, dann sehen wir, dass Politik innerhalb der Sozialdemokratie ganz stark zu einem strategischen PR-Spektakel geworden ist, dass man sich zurückgezogen hat von der Basis, dass Entscheidungen am Parteitag eine viel geringere Rolle spielen, als sie das früher haben, dass ein Antrag darauf, sich an die Anträge zu halten, zugewiesen wird, weil man dem nicht zustimmen kann, da ist innerhalb der Sozialdemokratie einiges passiert. Das sieht man daran, dass vielerorts in Wien zum Beispiel Sektionen immer kleiner werden, die Sozialdemokratie nicht mehr auf der Straße präsent ist, im Alltag nicht mehr so eine große Rolle spielt wie früher. Wenn wir an die 1920er Jahre denken, dann gab es den Kampf um die Herzen und Hirne der Menschen. Man konnte fischen gehen im Arbeiterinnen-Fischerverein, man konnte Mandoline spielen im Arbeiterinnen-Mandolinenverein. Es gab für ganz viele Lebensbereiche für auf die Welt kommen und fürs Sterben sozialdemokratische Angebote, das hat sich einfach gewandelt. Und das sind, glaube ich, zentrale Momente, warum das so gut funktioniert. Wenn die Sozialdemokratie nicht mehr so stark die Verteilungsfrage, die sozialen Fragen in den Vordergrund stellt und das von rechtspopulistischen Parteien aufgegriffen wird und rassistisch gewendet wird, dann kann man sich so auch erklären, warum Arbeiterinnen heute die FPÖ wählen. Oder warum wir in den USA beobachten können, dass unter weißen Arbeiterinnen und Arbeitern im Rust Belt Trump stärker war als Clinton, weil Clinton kein Angebot ist, das irgendwie attraktiv wirkt, weil das eher das
Konservieren des Bestehenden ist, von dem Arbeiterinnen und Arbeiter real nicht profitieren. Wenn es aber jetzt darum geht, auf welcher Ebene man Kämpfe führen soll als Linke, dann glaube ich, ist die Antwort nicht ganz so einfach. Also die grundsätzliche Gegenüberstellung von, das ist die Europäische Union auf der einen Seite, das sind die Nationalstaaten auf der anderen Seite, die halte ich für falsch. Und aus dieser falschen Gegenüberstellung ergeben sich aus meiner Perspektive auch strategische Implikationen für die Linke, die uns, glaube ich, nicht helfen. Und ich mag das ein bisschen am Beispiel von TTIP verdeutlichen, warum so eine Kritik an der EU alleine nicht reicht. Wenn wir uns anschauen, wer das Verhandlungsmandat, also quasi die Leitlinien der Verhandlungen, die die Europäische Kommission, die Generaldirektion Handel, die für die EU-Kommission mitverhandelt, wer die geformt hat, wer die diskutiert hat, wie die entstanden ist, dann kann man ganz klar sehen, dass die im Rat der Europäischen Union, auch im EU-Parlament, aber ohne viel Konsequenz, im Rat jedenfalls einstimmig beschlossen worden ist, im EU-Parlament mehrheitlich beschlossen worden ist, dass schon dieses Verhandlungsmandat, die neoliberal, neomerkantilistische Ausrichtung von TTIP festlegt. Das kann man daran sehen, dass für manche Stellen in TTIP, wenn es um Nachhaltigkeit geht, um Arbeitnehmerinnenschutz geht, dann steht der Begriff sollte. Also ein Handelsabkommen sollte das und das beinhalten, wenn es um die Abschaffung, die de facto völlige Abschaffung von Zöllen geht, dann steht da drin, das Freihandelsabkommen muss oder das Handelsabkommen muss folgende Aspekte beinhalten. Aber konkret, wenn man anschaut, wer hat denn jetzt eigentlich dieses Verhandlungsmandat mitbeschlossen, wer ist eigentlich im Rat gesessen, dann sind es die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen der einzelnen Mitgliedstaaten. Und so hat für Österreich der sozialdemokratische Bundeskanzler Werner Faymann dieses Mandat mitbeschlossen. Es sind nicht irgendwie EU-Bürokratinnen und Bürokraten, die sich das in ihrem Kammerl überlegt haben, sondern da gab es im Rat eine Zustimmung aller Mitgliedstaaten. Die Europäische Union, die ist besonders zugänglich für transnational organisierte Lobbying-Organisationen. Du hast das angesprochen, wenn es quasi um Interessen der Landwirtschaft geht oder wer sind die, die ihre Interessen besonders gut durchsetzen können, können wir sehen, dass für das Jahr 2013, das eines der wichtigsten Jahre für TTIP, die EU-Kommission zu 96% Lobbying-Termine mit Unternehmensverbänden hatte. Der stärkste Lobbyist, die Lobbying-Organisation für TTIP ist Business Europe, der Arbeitgeberverband. Und das Pendant, das österreichische, bei den industriellen Vereinigungen, die vertreten jedenfalls nicht die Interessen von Klein- und Mittelunternehmen, wie du das schon gesagt hast, das ist eher so eine Propagandaschiene. Aber wenn wir nochmal so zurück einen Schritt zur Globalisierung gehen und nochmal da das Verhältnis zu Nationalstaaten beobachten, dann kann man sagen, nicht nur die EU ist ein neoliberales Projekt, sondern die Nationalstaaten haben dieses Projekt vorangetrieben. Die Nationalstaaten haben nicht irgendwie Macht abgegeben, sondern es hat da eher zu einer Verschiebung geführt. Ich würde das als etwas wie die Internationalisierung des Staates sehen und betonen, dass es nicht den Rückzug des Staates durch die Europäische Union gibt, dass da Nationalstaaten nicht einfach Macht abgeben und sich zurückziehen, sondern dass es einfach eine Ebene drüber ist, auf der ähnliche Kräfteverhältnisse herrschen. Ich glaube, das ist der zentrale Punkt, in dem wir denken müssen, weniger stark diese Frage EU, ja oder nein, zu stellen und zu diskutieren und da so einen Fetisch draus zu entwickeln um diese Frage herum, sondern uns immer eher die Frage zu stellen als Linke, wo können wir am meisten vorantreiben, wo sind die Kräfteverhältnisse am stärksten zu unseren Gunsten, wo können wir am meisten verschieben, wo können wir Bündnisse eingehen, die uns helfen, gesellschaftliche Verhältnisse zu verschieben. Und ich glaube, wenn wir weg von dieser Fetischdiskussion um die EU gehen, sondern eben auf diese Frage der Kräfteverhältnisse, dann hat das ein paar Implikationen für die Linke. Nämlich, dass wir Klassenfragen wieder stärker, die soziale Frage wieder stärker in den Mittelpunkt stellen müssen, dass wir aus so einer Perspektive heraus dann auch eine gute Abgrenzung gegenüber nationalistischen, rassistischen, antisemitischen, antimuslimisch-rassistischen Kräften hat
weil eine Klassenperspektive immer über rassistischen Fragen stehen wird. Wir können das an der FPÖ gut sehen, wenn wir uns auch die TTIP-Position genauer anschauen. Ich habe das in einem Beitrag für den Kurswechsel, die Zeitschrift des Wahlgeborenen Beirats für Wirtschaft und umweltpolitische Alternativen gemacht. Die Anti-TTIP-Position der FPÖ ist eine, die von Anti-Amerikanismus geprägt ist, wo nicht deutlich wird, dass das eine Klassenfrage ist, wer von TTIP profitiert, dass auch in den USA Menschen geben wird, die von Handelsabkommen, der steigenden Konkurrenz oder dem Effekt, den Handelsabkommen haben, nämlich dass Arbeitnehmerinnen untereinander in Konkurrenz geraten, nicht profitieren, sondern die Klassenfragen versucht zu verschieben. Und das macht so eine rechte Position aus. Jetzt könnte man fragen, warum schafft die Linke das nicht, diese Fragen wiederzustellen? Und das ist, glaube ich, so ein Thema für sich. Ich war beteiligt im Prozess Aufbruch zu initiieren. Das ist ein Projekt, das versucht, unterschiedliche Kräfte zusammenzubringen. Und meine Aufgabe ist da eher, die Kleinkindpädagogin für die Linke zu sein. Unterschiedliche, jede Gruppe hat irgendwie ihre eigenen Bedürfnisse, jede Person muss aktiv gehört werden und so weiter. Und ich glaube, was es ein bisschen bräuchte, ist, dass linke Kräfte in Parteien, außerhalb von Parteien, inhaltliche Themen in den Vordergrund stellen, das Gemeinsame in den Vordergrund stellen und nicht so stark das Trennende. Das ist die Tendenz, die es jetzt eher gibt, und wieder über eben soziale Fragen zu reden. Vielen Dank, Hanna. Die These ist sehr stark und geht ziemlich genau durch, was wir gerne diskutieren wollen. Die These, Kräfteverhältnisse verschieden, Nationalstaat, internationale Organisationen, bist ja von der Bundeswerkstatt und ihr habt die These oder die Forderung des Solidarstaates. Vielleicht kannst du da Bezug nehmen, wie das zusammenpasst, ob nicht der Solidarstaat ist ein Versuch ist, die günstigste Ebene zu finden, wo diese Kräfteverhältnisse zu verschieben sind. Ja, also ich denke, das ist sicher ein wichtiger Punkt, auch dann insgesamt für die Debatte. Trotzdem, glaube ich, kann man vorweg schon sagen, dass für die Solidarwerkstatt die Schlussfolgerung eindeutig ist, ja, dass quasi die, jetzt aus der Perspektive des Kräfteverhältnisses zwischen sozialen Schichten oder Klassen, die der Nationalstaat freilich bedeutende Vorteile für die supergernen Schichten und Klassen hat, aus einer emanzipativen Perspektive ist meines Erachtens bestätigt ist eindeutig die Erfahrung der letzten 10 Jahre oder der letzten Jahrzehnte, dass diese Schaffung supranationaler Institutionen und Organisationen eindeutig zu Ungunsten der emanzipativen Kräfte geht. Das haben wir in den Freihandelsverträgen, das haben wir in Organisationen wie der WTO oder das IWF, der Weltbank und so weiter. Und das haben wir natürlich in einem noch viel drastischeren Maße auf Ebene der Europäischen Union. Und es ist kein Zufall, dass wann es wo zu Schwierigkeiten und Bröseln kommt, dass es dann sie immer noch national zuspitzt und nicht sozusagen in einem gesamteuropäischen Konzert der Kräfte zuspitzt. Also von daher ist von unserer Seite her die Antwort schon eindeutig auf die Frage. Ich möchte trotzdem nur am Beginn zu der Eingang oder zum Titel ein paar Punkte präsentieren. Also ich habe insgesamt 8 Punkte, ich weiß nicht, ob es von der Zeit her sich das ausgeht, dass ich es unterbringe, beziehungsweise ob ihr jetzt noch so viel Geduld aufbringt, dass ich das präsentiere. Genauer genommen sind es eigentlich eh nur 7 Punkte und zum Schluss dann noch eine kurze Werbeeinschaltung. Ja, ich möchte mich vorweg auch ganz herzlich bedanken, dass ihr unserer Einladung zur Diskussion gefolgt seid, weil meines Erachtens das Thema und die angerissenen Fragestellungen von Willi schon zentrale Punkte sind der aktuellen gesellschaftlichen Auseinandersetzung und deshalb auch für unsere Programmatik und politische Praxis von ganz zentraler Bedeutung sind.
In dem Titel sind ja zwei Begriffe enthalten. Zum einen Globalisierung und zum anderen Bruch oder Brüche. Aber mit dem Begriff Globalisierung war ich vom Beginn weg, also wie er virulent und modern geworden ist in den 90er Jahren des vorigen Jahrtausends, bin ich sehr unglücklich gewesen. Globalisierung ist Land auf, Land ab, reihum irgendwie gesagt worden, und meines Erachtens ist es ein Begriff, der für sich genommen, also wenn man glaubt, mit diesem Begriff alleine die aktuelle Entwicklung im Weltgeschehen charakterisieren zu können, von Anfang an ein legitimatorischer Begriff gewesen, der die damit verbundenen Herrschaftsverhältnisse oder den damit verbundenen Herrschaftswillen letztlich vernebelt hat. Freilich, es gibt bestimmte Tendenzen jetzt in Bezug auf den Handel, in Bezug auf die Kommunikationseinrichtungen, die uns zur Verfügung stehen, die schon nahelegen, dass es sowas wie ein Zusammenwachsen und ein Engerwerden zwischen den Menschen in den unterschiedlichen Ländern, in den unterschiedlichen Erdteilen gibt. Aber Globalisierung hat irgendwie suggeriert zweierlei. Es gibt irgendwie so etwas wie eine Homogenisierung der Welt, der Verhältnisse in den einzelnen Ländern, in den Regionen. Alles würde irgendwie gleich werden. Ein Global Village hat es zum Beispiel auch geheißen. Und vor diesem Hintergrund würde das Politische, die politische Intervention an Bedeutung verlieren. Ich glaube, beide gefühlten und teilweise auch artikulierten Grundannahmen, die im Zusammenhang mit der Globalisierung sind, eigentlich widerlegt durch die Geschichte, durch die reale Geschichte widerlegt. Wir haben einen Prozess einer enormen Zunahme von unterschiedlichen Geschwindigkeiten in der Entwicklung in einzelnen Regionen, in einzelnen Ländern. Und wir haben vor allem jetzt natürlich, das ist nicht mehr zu leugnen, eine gigantische Rückkehr des Politischen in einer fast beängstigenden Form. Ja. Es drängen mitunter Figuren an die Rampe gegenüber dem Publikum, um seine Darstellung dem Publikum gut zu tun, die viele Menschen verunsichern und die zweifeln lassen, sozusagen, ob es uns überhaupt, ob wir überhaupt vor einer rosigen Zukunft stehen. Dennoch würde ich drittens, also das ist mein dritter Punkt, nicht davon sprechen, dass das, was wir jetzt erleben, sozusagen dieses Aufbrechen all dieser Ungleichzeitigkeiten, all dieser unterschiedlichen Entwicklungen, dieser Auseinanderentwicklungen, gerade auch innerhalb der Europäischen Union, und diese massive Rückkehr des Politischen, dass das gleichzusetzen wäre mit einem Bruch, im Zusammenhang mit der Geschichte der Globalisierung oder eigentlich, müsste man sagen, der neoliberalen Wende oder mitunter noch schärfer formuliert der neoliberalen Konterrevolution. Christoph Zeller hat ja darauf aufmerksam gemacht, dass in dem Zusammenhang man auch über Herrschaftsweise oder Herrschaftsweisen diskutieren muss. Man sollte, denke ich, aber nicht nur über Herrschaftsweise diskutieren, sondern über das Grundanliegen der Herrschaft, die dahinter steckt, um nicht quasi in Gefahr zu laufen, eine Änderung in der Herrschaftsweise auch gleichzeitig mit einer Änderung der Herrschaft an sich zu verwechseln. In diesem Sinne sehe ich aktuell quasi aus einer theoretisch-sozialphilosophischen Betrachtung eigentlich nur eine Situation erreicht, wo diese Grundannahme dieser neoliberalen Wende, die da propagiert worden ist mit Maggie Thatcher, there's no such a thing as a society, oder wie es früher artikuliert worden ist, der Mensch ist des anderen Menschen Wolf, eigentlich die Krise darin, dass sie eben sagt, dass auf dieser Grundannahme letztlich sowas wie politische Stabilität nicht herstellbar ist, dass man Gefahr läuft, sozusagen, dass insgesamt das System politisch destabilisiert wird. Und insofern findet aber nicht eine Überwindung oder ein Bruch mit diesem neoliberalen Gedankengut statt, sondern insofern eine Radikalisierung, als dass man diesen sozialdarwinistischen Grundansatz kollektiviert, wieder kollektiviert, sozusagen in so Artikulationen, halt wir gegen die anderen, wir sind besser als wie die anderen, unsere Interessen sind heiliger als wie die Interessen der anderen und müssen denen gegenübergesetzt werden.
dann komme ich damit zum vierten Punkt, warum Sirkel jetzt aktuell in diesen aktuellen Entwicklungen keinen wirklichen Bruch. Man kann die Ursachen in zweierlei Hinsicht quasi versuchen zu erforschen. Zum einen programmatisch, theoretisch, politisch, organisatorisch. Und kommt so immer wieder zu dem Punkt, dass zu sagen, oder vielfach wird ja geantwortet darauf, wenn die Frage gestellt wird, warum werden die Rechten immer stärker, und das ist auch jetzt verschiedentlich vom Podium her so beantwortet worden, weil die Linken oder die fortschrittlichen Kräfte derzeit immer schwächer werden, keine Konzepte haben, die sie präsentieren können. Ist sicherlich ein notwendiger Strang. Wenn wir dem aber ein bisschen tiefer gehen, dann sieht man, dass man da immer sozusagen zwei Positionen hat, wo über längere Zeit hinweg die Antwort darauf war, ja, das ist, weil die traditionellen fortschrittlichen Kräfte zu stark im nationalstaatlichen Rahmen denken. Wenn das überwunden werden würde, wenn endlich transnational quasi in Klassenkategorien gedacht werden würde, dann würden fortschrittliche Kräfte auch wieder die notwendigen, überzeugenden, alternativen Konzepte der Mehrheit der Menschen präsentieren können und sie für diese Konzepte gewinnen können. Demgegenüber steht die Kritik, die ich bereits eingangs artikuliert habe, dass in Wahrheit sozusagen mitunter eine programmatische oder theoretische Schwäche immer Unterbelichtung der Notwendigkeit der Auseinandersetzung um die politischen Kräfteverhältnisse und die Mehrheitsverhältnisse im nationalstaatlichen Rahmen ist. Viel wichtiger, als wie sozusagen diese Debatte um Programmatik, Theorie und die notwendige Form der Organisation, ist aber die Frage mitunter die Fragestellung, welche sozialökonomischen und machtpolitischen Begründungen es insgesamt für bestimmte politische Konzepte gibt. Da kommt man mitunter dann zu diesem Kurzschluss, dass man sagt, ja, es ist klar, dass die fortschrittlichen Kräfte so schwach sind und sich nicht entwickeln können, weil solange es den Menschen so gut geht, wir sind sie nicht bereit, letztlich für eine Alternative auch die notwendigen persönlichen Opfer zu bringen. Ich denke, wichtiger wäre es zu artikulieren, dass solange keine praktisch lebbare Alternative sichtbar wird, dass die einzelnen Menschen nicht bereit sind, dann dafür Verschlechterungen in Kauf zu nehmen. Und das rekurriert halt auf eine bestimmte Grundfragestellung, die meines Erachtens viel diskutiert worden ist, aber nie wirklich beantwortet worden ist. Die Grundfragestellung war, dass man eigentlich in der Tradition der Arbeiterbewegung geglaubt hat, dass mit der Durchsetzung des unmittelbaren Interesses der Arbeitenden letztlich auch die Durchsetzung der allgemeinen menschlichen Interessen verknüpft ist. Quasi in einem gewissen Automatismus. Dieser Automatismus hat nicht stattgefunden. Das hat man quasi praktisch studieren können, da gibt es empirische Erfahrungen dafür, millionenfach in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und dann ist die Antwort gekommen, es ist mitunter nicht sozusagen von diesem Automatismus auszugehen, sondern dass der allgemeine Mensch, der Spätmoderne, der letztlich sei, der in der Lage ist, auch allgemein menschliche Werte, allgemein menschliche Interessen zu artikulieren und in die Auseinandersetzung einzubringen. Das war die Artikulation von Anthony Giddens, der Chefphilosoph quasi von Tony Blair in den 1990er Jahren. Und ich denke schon, dass das Fragestellungen sind, die wir uns jetzt angesichts dieser doch feststellbaren tiefen Krise der fortschrittlichen Kräfte wieder stellen müssen. Und das ist ja Christoph Zeller hat auch bereits artikuliert, dass er vom Ende eines Zyklus ausgeht im Zusammenhang mit der Geschichte der Arbeiterbewegung, der es mitunter notwendig macht, sie alle diese Fragen wieder vorzulegen und sie versuchen, ganz neu zu beantworten. Wenn ich diese Fragestellung, die ich jetzt sehr theoretisch artikuliert habe, ein bisschen praktischer in einen sechsten Punkt artikuliere, dann komme ich auf dem, was wir quasi auch in unserer politischen Praxis der Solidarwerkstatt tagtäglich machen. Das ist, dass wir nicht nur kritisieren die tiefe Veränderung der Verteilungsverhältnisse, die durch die neoliberale Wende gekommen ist,
das systematische Sinken der Lohnquote, also des Anteils der unselbstständig Erwerbstätigen an der Wertschöpfung, sondern dass wir immer artikulieren, dass es gilt, quasi um höhere Löhne zu kämpfen, wenn ich es ganz platt artikuliere, aber auch um einen höheren Anteil der gemeinschaftlichen Kassen, also um auch einen Anteil, einen Beitrag eines jeden Einzelnen dafür, dass die gemeinschaftlichen Kassen wachsen, weil nur so letztlich eine emanzipative Perspektive lebbar werden kann. Weil nur in diesen Bereichen, ja, wenn ich in gesellschaftlichen Bereichen, wo ich diese gemeinschaftlichen Kassen zur Organisation der Allokation und Akkumulation und so weiter einsetze, nur dort kann tatsächlich sinnlich wahrnehmbar lebbare Alternativen sichtbar werden. Und meines Erachtens wäre das der Punkt, wo Emanzipation wieder als Sehnsuchtsort quasi für einen Großteil der Menschen oder mitunter eine Mehrheit der Menschen vorstellbar wäre. Das zum siebten möchte ich artikulieren, dass wir eine neue Theorie der Emanzipation meines Erachtens brauchen. Wir brauchen eine explizit politische Theorie. Meines Erachtens ist das eine der zentralen Schwächen der Arbeiterbewegung gewesen, dass sie gerade auf Grundlage der marxistischen Konzepte zur Artikulation einer eigenständigen politischen Theorie nicht gelangt ist, dass man im Zusammenhang mit dem das Verständnis sozusagen des Zusammenhangs von Macht nicht nur als abstrakten Instrument, sondern auch in seiner Körperlichkeit verstehen müssen und dass man vor dem Hintergrund auch ein neues Verständnis der Bezugnahme auf den Staat und die Nation brauchen. Das artikuliere ich heute 2017. Vor 100 Jahren haben wir die Oktoberrevolution gehabt. Auch dort ist ein Bruch organisiert und durchgesetzt worden. Und ich glaube, dass wir uns auch diesen Bruch gerade 2017 stärker in den Fokus nehmen sollten. Und ich stelle mit Interesse fest, dass das eigentlich kaum passiert in der Diskussion. Irgendeine Bezugnahme auf 1917 mitunter da und dort, dass das irgendwo auftaucht. Aber eine tiefergründige theoretische Debatte findet nicht statt. Und wenn ich die Notwendigkeit dessen betone, dann sicher nicht aus der Perspektive, dass ich eine Sehnsucht habe nach quasi dieser repressiven Geschichte, die in die Folge dieser Revolution einhergegangen ist, oder eine Sehnsucht nach dieser Gewaltaffirmation habe, die mit diesen Ereignissen verbunden ist. Also, warum ich glaube, dass das notwendig ist, weil heute eigentlich alternative Formen der Organisation gesellschaftlicher Macht überhaupt nicht mehr diskutiert werden. Also selbst die radikalsten alternativen Theorien münden letztlich darin, dass man sie in irgendeiner Form dem Parlamentarismus, der Konkurrenzdemokratie, wie es wir oft artikuliert haben, stellt. Und vor dem Hintergrund ist meines Erachtens aber das Wachstum einer emanzipativen Strömung in der Gesellschaft nicht möglich. Damit komme ich abschließend zu meiner Werbedurchsage. Ich denke, und da bin ich durchaus auch ein bisschen bei Christoph Zeller, dass es derzeit nicht darum gehen kann oder ja, es sollte mitunter darum gehen oder die Sehnsucht haben wir vielleicht alle, aber die Wirklichkeit ist halt nicht danach, dass wir derzeit Regierungsmehrheiten gewinnen. Es ist auch nicht so, dass man, oder es ist überhaupt schon fraglich, ob es überhaupt möglich ist, quasi ja, hegemoniale Strömungen in die Parlamente hineinzubringen. Selbst wenn jetzt sagen wir, starke fortschrittliche Kräfte in den Parlamenten vertreten wären, wäre das meines Erachtens überhaupt keine Garantie dafür, dass diese gewaltige Zunahme rechter und rechtsextremer Strömungen und Machtpositionen in der Gesellschaft gestoppt werden könnten. Was ganz wesentlich meines Erachtens heute ist, ist, dass wir wieder beginnen, um derartige emanzipative Kerne in der Gesellschaft zu ringen, und die Solidarwerkstatt versteht sie als ein derartiger emanzipativer Kern.
Das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie ein Studierzirkel sind oder so. Im Gegenteil, wir versuchen sehr konkret in diverse gesellschaftliche Auseinandersetzungen einzugreifen. Und wir formulieren dafür drei Eckpunkte, nämlich klare Bezugnahme auf Österreich, auf den konkreten politischen Raum, in dem wir wirkmächtig werden wollen. Und wir haben dafür diese Formel vom Solidarstaat Österreich versucht zu entwickeln, die wir quasi als möglichst konkrete Utopie oder Alternative in die Auseinandersetzung einzubringen. Zum Zweiten die konkrete Verweigerung, also das ist auch bereits mehrfach vom Kollegen Rahn Handelfinger gesagt worden, es kommt immer wieder auch letztlich darauf an, sie in konkreten Auseinandersetzungen dann ganz konkret zu verweigern und eben Nein zu sagen. Jeder Widerstand oder jede Alternative fängt letztlich einmal nicht mit einem Ja an, sondern mit einem Nein an. Und in dem Sinne sind wir ganz klar gegen die Unterordnung unter die EU-Integration Österreichs. Und zum Dritten glauben wir, dass das letztlich nur möglich ist, wenn man organisatorische Strukturen aufbaut, die völlig selbstbestimmt oder möglichst selbstbestimmt und unabhängig sind von den Elitenbilden und den Establishments, die sie dafür aufbauen. Ja, und am Sonntag, 14. Mai, also in gut eineinhalb Wochen, machen wir wieder unsere jährliche Aktion vor dem Parlament unter dem Motto Solidarstaat statt EU-Konkurrenzregime ab 14 Uhr vor dem Republiksdenkmal. Es ist eine kleine Aktion, aber für uns eine sehr wichtige Aktion und ihr seid natürlich alle herzlichst eingeladen, daran teilzunehmen. Vielen Dank an die Infos. Ich glaube, wir haben ein sehr diverses Podium gehabt mit vier doch deutlich unterschiedlichen Positionen. Ich möchte jetzt das Publikum einladen, Fragen zu stellen oder auch Meinungen kundzutun, möglichst knapp bitte. Politische Frage war. Ja. Wobei soll. Danke. Grüß Gott, Name ist Wort. Ich stehe keiner politischen Partei an oder gehöre keiner politischen Partei an. Ich kann eigentlich das, was Sie sagen, unterschreiben. Beschäftigt mich seit längerem schon, auch mit Leuten, die wahrscheinlich gebildeter sind als Sie, das ist jetzt zum Beispiel Professor Richard Werner oder Adolf Hörmann und so weiter, auch in Deutschland, das sind die Professoren, über das Geldsystem. Das heißt, an die Damen und die Herren, die interessiert, glaubt ihr, dass wir die ganzen Probleme, die meiner Meinung nach alle richtig sind, das sozusagen Nicht-Universität-Gebildeter lösen können, ohne dass wir das Geldsystem betrachten? Und da gibt es Studien auch von der Zürcher Universität. Ich sage nur als Beispiel, wenn ich jemand beschäftigt, würde die BlackRock nicht gegangen sein, weil da macht der Trend Werbung, was ich sage, dass wir dort an das kleinste Geld der Leute kommen, mit den sozusagen Exchange Trading Fonds oder Derivate, das heißt der aufgelegte Betrug am Betrug, um es so kurz fasszufassen. Das heißt, wenn heute eine Firma global rund 18.000 Firmenbeteiligungen hat und mit 147 Konzernen circa 10-mal so viel Kraft hat wie das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland. Und wir, muss ich sagen, mit 700 Banklobbyisten, die Politiker, die 21% wissen, die anderen sind nur Parlament, für massive Gesetze unterzeichnen, wo sie nicht einmal wissen, wenn reingehen, wie hoch der Rettungsschirm ist, was sie überhaupt unterschreiben. Glauben Sie, dass wir, auch wenn Sie sagen, wir unterschreiben das regional, das ist das Einzige, was wirklich Demokratie ist, das regional, was wächst, mit definitiven nicht verzinsten Schuldgeld oder Schiralgeldschöpfung, inklusive, muss ich sagen, Kartellabsprachen in Euribor und Libor. Das heißt, was mich so stört, ist, alle kämpfen an viele einzelnen Fronten und wir richten uns nach Gesetzen, die schwerst kriminell sind. Das muss man einmal so sagen, wie es ist. Egal, ob die das wissend machen, nicht wissend machen, absichtlich machen oder aus Angst, muss ich sagen, sie keinen Mund aufzumachen wollen. Viele trauen sich es auch nicht. Weil der sagt, okay, wenn ich jetzt den Mund aufmache, bin ich aus der Partei draußen, dann weiß ich. Und ich sage, ich habe noch Kind, Frau, Haus und Schuldenshaus, ich kann es nicht tun. Ich habe mit einigen politischen Schulkopf. Es ist teilweise eine Niederlage. Am schlimmsten ist es hier, aber auch Kontakt nach Deutschland. Da sind nur die Ostdeutschen und die Schweizer, muss ich sagen, sehr, sehr beweglich und machen sehr viel.
Österreich und Westdeutschland schaut es anders aus. Also das heißt, meine Frage ist, nachdem ich sage, alles, was Sie gesagt haben, ist richtig. Ich frage mich immer, Geld regiert die Welt. Wer regiert das Geld? Und solange man nicht an der Wurzel das herangeht, denke ich, immer irgendwie auch, wie Sie gesagt haben, natürlich ist es jeder ein Schritt weiter und besser klein als gar nichts. Nur, wenn man das Geldsystem nicht abschafft und solange man den Banken erlaubt, doppelte Buchhaltung zu führen, was heute von Professoren widerlegt ist, was mit Gesetzestexten inklusive, dass sozusagen, wenn ich heute als jemand, das von der Bank Geld nehme, Gläubiger bin, die Bank muss ich sagen, bucht das ein, Schulder bin, die Bank ist gläubig und bucht in derselben Buchhaltung mit aktiv vergleichen, muss ich sagen, den Schulden ein, das ist Wahnsinn, dann werden die Sachen weiterverkauft und von diesen Geschäften Geld, was es nie gegeben hat, ich habe noch nichts mit einer Politiker gesprochen, der sagt mir, der hat bei der Bank gearbeitet und sagt mir drauf, ja, das gibt es nicht. Sag ich, okay, man hätte 10% der Leute Geld, okay, wo sind die Banken? Weg vom Fenster. Das kann keiner mehr auszahlen. Das Geld wurde nie geschöpft. Und da kommt auch der Zinseszins dazu, exponential. Bitte zum Ende kommen. Und das muss nicht die Umwelt, da bin ich beim Ballenwürfel. Das geht nur mit Profit. Die Bubok hat, muss ich sagen, nur so nebenbei, die gehört Rekord zu 100%, das Beispiel. Das heißt, ich kann die Wohnungen regulieren, wie ich will, genau die Gemeindewohnung, die sie verkaufen, wenn ich heute, muss ich sagen, die Steuer, auch wenn sie, ganz ehrlich muss ich sagen, kämpfen für alles. Sie haben keine Chance. Das heißt, solange die Wurzel nicht ausreißen, werden wir irgendwann trotzdem ausgeliefert sein. Warum mir das so wichtig ist? Jeder Politiker hat auch die Verantwortung, muss ich sagen, Schaden von dem Volk abzuwenden. Das macht keiner den Mund über das auf, dass uns in den nächsten Weltkrieg führt oder in einen Bürgerkrieg. Und im besten Fall noch in eine mörderische Geldabwertung. Mit Notfall sollen die falschen Leute ans Ruder kommen. Was kommt dann? Na, dann müssen wir da alles retten. Und die Leute, die Eigentum haben, machen wir dann einen sogenannten Lastenausgleich. Mit dem Lastenausgleich, darf ich bitten, zum Ende zu kommen? 30%, 40%, 50%. So wie sie alles schon war in der Geschichte. Weil warum gibt es seit 1913 die Federal Reserve? Das ist, wenn wir da in Säue anfangen, Geld zu drucken. Und mit dem fangen wir auch die Welt zu regieren. Das kann es nicht sein, verstehen Sie, wie ich meine? Und jetzt ist das alles ist richtig. Ich hätte gerne die Meinung, die mussten sich dazu stehen. Oder wenn ich was falsch sehe, lasse ich mich gerne korrigieren. Danke. Bitte. Nicht, gerne nicht unkommentiert lassen. Aber also da geht es schon konkret eine Person. Ja, gerne. Also ich würde gerne den Bezug auf Hörmann nicht unkommentiert lassen auf so einem Podium, den halte ich, gibt es auch einen ausführlichen Artikel auf Musik dazu für jemanden, der strukturell antisemitische Kritik argumentiert oder strukturell antisemitisch argumentiert. Ich finde es total gefährlich. Ich halte Zinskritik für eine völlige Sackgasse in der Kapitalismuskritik. Ich glaube, es ist nochmal gut, zurück zu Marx zu gehen, sich anzuschauen, was macht den Kapitalismus eigentlich aus? Das ist nicht das Geld, das sind die Produktionsverhältnisse, die Frage, wem gehören die Produktionsmittel, wer schafft den Wert. Und ich glaube, das ist eher ein Ansatz, den man sich genauer anschauen sollte, anstatt quasi auf einen Aspekt herauszugehen, der wirklich ganz schnell in eine nicht progressive Richtung gehen kann. Ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass Geldpolitik immer was mit Währungspolitik, mit finanzdominierten Akteuren zu tun hat, aber auch mit Profiten, die in der industriellen Produktion da sind. Ich würde immer betonen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen industrieller und finanzdominierter Produktion oder Kapitalfraktionen. Und es ist mir wirklich wichtig, ich halte es für eine absolut nicht progressive Position. Ja, ich habe eine Frage, und zwar, welche Möglichkeiten sehen Sie durch eine Wiederholung des Bundes von Goebbels, Freigeld, diesen Auseinandertreten der Gesellschaft entgegenzusteuern? Ja, zuerst muss ich den lieben Hahn einmal kritisieren, du hast gesagt, die Sozialdemokratie hat früher um die Herzen und Hirne der Menschen gekämpft. Mittlerweile gibt es einen Bundesparteivorsitzenden, der kämpft auch mit den kulinarischen Interessen der Bevölkerung. Also das heißt, wie soll es damit gehen, dass man sehr capricciosa und stark auf eine manche Bestimmung in der Parteivorsitzenden gibt es schon Deutschland. Wenn wir jetzt interessieren, kann ich auch, oder das ist die Frage, wenn man den Männern, nachdem ich selbst Mitglied der sozialdemokratischen Gewerkschaftsfraktion bin, nicht mehr parteimäßig,
aus meiner Sicht viel zu spät die Partei verlassen, denn Herr Franitzky hat die SPÖ jegliche sozialdemokratischen Grundsätze übergeworfen. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, vielleicht habe ich das nicht ganz richtig verstanden, wie du das erst erläutert hast, aber du hast gesagt, dass auch eine Vermögensteuer wieder mit einem Ei etwas bringen. Ich sehe nämlich den Ansatz, den du auch hier vertreten hast, das ist ganz, ganz wichtig und als einzig mögliche Möglichkeit, dass man hier im regionalen Bereich etwas tut. Ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, eure Initiative in Niederösterreich, dass ihr da euch doch sehr weit hinausgetraut habt. Und ich glaube, dass ein guter Bürgermeister durchaus die Möglichkeit hat, vor allem in kleineren Gemeinden, ja, wo man den Bürgermeister halt nur persönlich kennt, auch wirklich bei den Menschen etwas zu bewirken. Und also dieses Modell, das du hier vorgestellt hast, in Obergrafen, glaube ich, ist ganz, ganz wertvoll. Aber du hast es ja auch selbst angesprochen, dass eben die Sachzwänge, ja, die wirtschaftlichen Sachzwänge, die finanziellen Sachzwänge, das neoliberalen System sind, den ja dann die Kommunen letztendlich unterliegen, weil du bist natürlich abhängig von dem, was du an diesem Steuerverteilungstopf bekommen kannst oder nicht. Dazu ist eben genau richtig dieser Hebel, wenn wir eben Steuern, die eben doch gewisse Umverteilungseffekte haben, dir auch als Bürgermeister wieder die Möglichkeit geben, einfach hier auch flexibler zu sein. Aber vielleicht habe ich das auch nicht ganz richtig verstanden, das ist der Stichwort. Was ich aber schon als wichtig und notwendig sehe, und wie gesagt, das aus der Praxis, jeder, der in Jerusalem steht, der weiß, wie schwierig die Situation ist in vielen Bereichen, ist es ja sicherlich auch so, dass du tagtäglich natürlich auch mit neuen Wertevorstellungen im digitalen Zeitalter konfrontiert bist, die sind nämlich schwierig. Also ich glaube, du wirst wahrscheinlich auch in deiner Gemeinde kennen, wie schwierig es ist, überhaupt noch Leute für irgendwelche Vereinstätigkeiten zu finden, die das dann von sich aus selbst machen, ohne dass sie irgendetwas dafür bekommen. Also hier geht die Anzahl der Personen weit zurück und das sieht man ja überall, dass es hier ein großes Vereinssterben gibt. Das ist so irgendwie symbolisch für dieses Wegbewegen der Gesellschaft zu irgendwelchen kollektiven Gemeinsamkeiten, die man als Gesellschaft haben möchte. Und ich glaube, da gibt es genügend Beispiele, wo wir das Problem haben, wo wir das nennen dann Amazon. Ja? Da kann ich nur empfehlen, wenn Sie auch wirklich marxistisch-leninistische Propaganda-Zeitschrift lesen, wo jetzt dann rechts sind und da den Trend, weil da stehen die gewissen Schichtgruppen, die das eigentlich alles in der Mauer. Ja? Zum Beispiel also über den Barack-Vorstand, ja, der also die Kunden gezwungen hat, also wenn die diese neuen Konditionen annehmen, dann werden sie gekündigt, das haben wir dann 2000 gemacht, ja. Aber trotzdem hat sich dieser gleiche Vorstand, dass er sich vom Aufsichtsrat durchblicken lassen, eine 200%ige Bonusvergütung, ja. Hat sich der amerikanische Vorstand für ihn und für die ganze Führungskette. Aber was ich schon als wesentlich ansehe, das wäre sozusagen mein Appell an dich, ich weiß, wie schwierig natürlich die reale Situation ist, das ist mir schon klar, aber ich glaube, es wird am Ende des Tages notwendig sein, sich in irgendeiner Art und Weise auch politisch klarer zu haben. Ja? So schwierig das ist, seit jetzt mir einige Bürgermeister in Niederösterreich, aber ich glaube, man muss irgendwann eben auf, was die Hanna schon angesprochen hat, auf Distanz gehen zu bringen, dass die Bundespartei ja, im ganzen Kontext der ganzen SP-Parteien innerhalb Europas ja darstellt, nichts anderes als eine neoliberale Blockpartei, ja, dass ihr wirklich einfach sagt, okay, wenn ihr wollt, dass wir euch unterstützen, aber wir haben de facto so etwas wie ein CSU-CDU-Modell, ja, dann gibt es halt ganz bald sozusagen mehr in einem Parlament und dann muss man halt dann gewissen Dingen nicht mehr Folge leisten. Und wenn man gerade an die Zeppelin-Geschichte zurückdenkt, dann war das einfach eine intellektuelle Verarschung, was der Bundeskanzler getan hat, indem er gesagt hat, mit dem Beitrag-Zeppel hat er jetzt etwas erreicht. Ja. Jeder, der sich nur ansatzweise damit beschäftigt, weiß, dass das einfach eine intellektuelle Verarschung für jeden ist, der sich nur irgendwie mit dem Thema beschäftigt. Ich möchte ganz zum Schluss noch auf die Boris zurückkommen, weil du gesagt hast, bezüglich der Schwäche der Linken ist ursächlich, dass die rechtsextremen Parteien aufsteigen. Ja, das hängt halt auch damit zusammen, dass die Menschen in der Komplexität unserer heutigen Zeit einfach einfache Antworten haben wollen. Sie können sich nicht mit vielen Dingen auseinandersetzen. Sie wissen, dass Tabak keine Steuern soll, aber sie gehen trotzdem da rein. Ja, wollen aber gleichzeitig trotzdem die total schlechte Infrastruktur haben.
sie gehen zu Primark um 3 Euro irgendwelche T-Shirts einkaufen, obwohl Primark dafür verantwortlich ist, dass in Bangladesch eine Fabrik einschätzt, wo 1400 Arbeiter genommen kommen. Und es ist, glaube ich, schon etwas Wesentliches, und das sollten wir auch ansprechen, dass die, die sich heute als Linke bezeichnen, ja, überhaupt nicht mehr aus meiner Sicht Linke wirklich sind. Ja. Das ist eine reine Kulturlinke, die sich auf bestimmte Werte fokussiert, ja, wo bestimmte Regelwerke aufgestellt werden. Also wenn du da im Quartal in einem Schwimmlokal bist, dann bist du nicht reingehst, dann bist du reaktionär. Wenn du irgendwie deine Texte gendern tust, ja, dann passt das auch nicht. Aber in vielen anderen Dingen, wo es wirklich um die soziale Frage geht, so wie es im klassischen Sinn früher der Fall war, beschäftigt man sich damit überhaupt nicht und überlässt durch den ganzen Rechtspopulisten natürlich sozusagen den Rahmen, den die dann reinstoßen. Genau, richtig. Danke. Ich würde euch auch gern eine Frage stellen. Ja, das. Oder willst du gerne was sagen? Naja, nein, weil die Fragen, wo der von Börgl und du das natürlich angesprochen hast, ich fange an, also bei der Zeta-Kritik am Kanzler kann ich zu einem gewissen Teil zustimmen, muss ich dazu sagen, den Charles hat schon der Jean-Claude Juncker gemacht. Und der Jean-Claude Juncker wollte Zeta auf EU-Ebene abstimmen lassen. Das ist ein gemischtes Verfahren und auf das hat der Christian Kern sehr wohl bestanden. Das ist dem Christian Kern zu verdanken, dass wir kein EU-only-Handelsverfahren jetzt haben, sondern dass es ein gemischtes Abkommen tatsächlich auch geworden ist, dann mit der Unterstützung der Kanzlerin Merkel, das muss man auch dazu sagen, die dann darauf beharrt haben, dass das gemischte Verfahren, also da muss man jetzt ganz kurz zur Erklärung, die EU hat die Kompetenz, Freihandelsabkommen auf EU-Ebene alleine abzustimmen. Außer, es betrifft andere Thematiken außer dem Handel auch noch. Dann ist es ein gemischtes Abkommen und muss in den Nationalräten beschlossen und ratifiziert werden. Auf das hat der Christian Kern insistiert. Ihr kennt sich an den Saga von Schaukel und Juncker sicher noch erinnern, wie er gesagt hat, Kern soll endlich aufhören mit dem österreichischen Klamauk. Der Kern hat aber nicht aufgehört. Für das bin ich ihm sehr dankbar, weil er damit verhindert hat, dass CETA in der vorliegenden Form schon in Kraft ist. CETA ist nämlich nicht in Kraft. CETA muss durch 38 regionale und nationale Parlamente. Ich verspreche euch, das wird keine einfache Geschichte werden. Ich prophezeie, dass wir es geschafft haben, dass CETA aufgrund des Widerstandes, den wir auf ziviler Ebene geleistet haben, mit Sicherheit so viel Kraft entwickelt hat, dieser Widerstand, dass CETA in der vorliegenden Form so niemals in Kraft treten wird. Sage ich auch warum. Diese 38 regionalen und nationalen Parlamente, da gibt es 5 davon, das ist Griechenland, das ist Italien, das ist Österreich, das ist Irland und Frankreich. Diese 5 Nationalstaaten haben im EU-Parlament mehrheitlich gegen CETA gestimmt. Auch Österreich hat mehrheitlich im EU-Parlament gegen den vorliegenden Vertrag gestimmt. Jetzt brauche ich nicht sagen, auch die Sozialdemokratie hat auf europäischer Ebene gegen CETA gestimmt. Jetzt brauche ich nicht sagen, was das bedeutet. Auch wenn die Sozialdemokratie in diesem Fall im Nationalparlament in Österreich umfallen sollte, dann gibt es beispielsweise nur Frankreich. Jetzt rede ich noch gar nicht von den Wahlen, wie sie auch immer ausgehen mögen. Aber dort haben sie fast zu 2/3 gegen CETA gestimmt. Frankreich, bitte. Die EU-Parlamentarier von Frankreich haben fast zu 2/3 gegen CETA gestimmt. Italien, Griechenland, Irland. Diese 5 nationalen Staaten haben jeweils mehrheitlich gegen CETA gestimmt. Und das sind nicht irgendwelche Parteien, die dort dagegen gestimmt haben, sondern die natürlich auch in den nationalen Parlamenten genauso die Mehrheiten haben. Also da gibt es sicher mit Sicherheit noch gravierende Probleme. Ich sage nur, Wallonen ist eines dieser Regierungen, die ebenfalls noch zustimmen müssen zur Ratifikation. Und wenn die Schiedsgerichte so bleiben, wie sie sind, dann hat auch Wallonen gesagt, werden sie nicht zustimmen. Auch Österreich hat gesagt, sie werden nicht zustimmen. Und
dass wir so weit gekommen sind, dass CETA voraussichtlich in der vorläufigen Anwendung bleibt, das haben wir dem Kanzler Kern sehr wohl zu verdanken. Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass er die Bundesregierung so weit gebracht hätte, dass sie gleich Nein zu CETA sagen, das war aber auf Regierungsebene nicht möglich, muss man auch so sagen, mit dem Koalitionspartner de facto unmöglich. Aber er hat es zumindest geschafft, dass sich jetzt der Nationalrat damit auseinandersetzen darf. Und da sind wir jetzt mit Volksbegehren sehr gut unterwegs. Das ist jetzt ans Parlament übergeben worden, das Volksbegehren vom Innenministerium. Das ist jetzt am vergangenen Donnerstag das erste Mal im Plenum debattiert worden, in den Verfassungsausschuss zugewiesen worden. Da gibt es jetzt 4, 5 Diskussionen und Tagungen dazu. Ich glaube nicht, dass unser Volksbegehren so beschlossen werden wird, wie wir es gefordert haben, das ist klar. Aber wir werden mit Sicherheit die Kritik hochhalten. Zu dem Wunder von Börgl. Es ist unsere Aufgabe als Gemeinde, uns möglichst unabhängig von der Großwetterlage zu machen. Ob es uns gelingt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber man wird ja nur der Sache auf den Grund gehen können und überlegen können, wie man die regionale Wertschöpfung ein bisschen nach oben treibt. Was aber nichts am kapitalistischen System ändert, per se. Ja. Die Frage geht zu dem, wie tief ist es, nachdem Sie sicher mehr Einblick haben als ich, wie tief ist es in irgendeiner Partei, sage ich mal nicht von der SPÖ, sondern an der anderen verwurzelt, über dieses Thema sprechen, wollen, dürfen, können oder nicht, können oder nicht wissen? Das ist ganz einfach, sprechen, wollen, da haben wir eh drüber. Aber es ist mittlerweile ein so komplexes System geworden, dass wenn man an einer Schraube dreht, nicht weiß, was auf der anderen Seite rauskommt. Ist ja nicht lustig, was rauskommt, oder? Ja, das stimmt schon. Aber Sie können Experten fragen und jetzt, ja, schätze ich deine Meinung sehr, aber es wird sicher Experten geben, die genau das Gegenteil sagen. Und wenn du jetzt, das ist auch auf Gemeindeebene so, ja, ich kann mir einen Experten holen im Verkehrswesen, nämlich den Professor Knoflacher, der wird mir in Verkehrsbelangen etwas anderes sagen, wie der die Autobahnen baut in Niederösterreich. Also es gibt immer die Frage, welcher Experte hat welche Meinung. Das gibt. Ich sage schon eines. Aber das ist ein zu komplexes Thema. Ich sage es ganz ehrlich, wir müssen, was können wir tun? Wir können da sitzen und diskutieren, das ist das eine. Die Frage ist, was können wir tun mit dem Wissen, das wir haben? Was können wir umsetzen? Auf kommunaler Ebene, kann man sagen, hat man sehr viele Möglichkeiten. Hat man sehr viele Möglichkeiten. Im Kleinen etwas beizutragen. Ich traue es mir nicht zu, dass wir das europäische oder das internationale Geldsystem verändern, da bin ich jetzt klar. Da brauchst du ganz einfach andere Kräfte und Mächte, die daran arbeiten. Darum sage ich, ich mag es so wie der Krankl oder der Prohaska, die haben gesagt, man geht nur in ein Fußballspiel, wenn man will, dass man es gewinnt. Ich bin auf lokaler Ebene tätig, traue mir da einiges zu, dass ich auch gegen das kapitalistisches System ganz einfach ein bisschen was auf die Füße bringen, in Ernährungssouveränität, in Unabhängigkeit zu gewinnen, ob es erneuerbare Energie ist, ob es der Verkehr ist, der total unterschätzt wird als Thema, ja, im gesellschaftlichen Wesen. Heute fahren aus dem dritten Stock die Leute in Köln, steigen ins Auto ein, fahren 20 Kilometer weiter, steigen dort aus der Tiefgarage aus, gehen einkaufen. Die sind ja nicht mehr Teil des gesellschaftlichen Lebens, bitte. Ja. Wir wollen ja die Leute auf der Straße haben. Wien hat da großartige Akzente gesetzt. Aber das ist so mannigfaltig. Einen Satz wollte ich Ihnen dazu sagen. Das funktioniert so nicht. Sie können vielleicht nachher noch was sagen, aber lass uns mal die Leute antworten. Ja, okay. Ich kann schon noch. Ich hätte drei ich Dinge. Ich muss mich nur entschuldigen, um 20.30 Uhr, weil sonst ich bin natürlich fossilfrei unterwegs. Muss ich von da weggehen, damit ich einen Zug um 22.55 Uhr. Um 20.50 Uhr. Ja, ja, da habe ich mir einige Dokumentationen angeschaut. Ich habe mir auch von Graz Universität des Joanneum hat das ausgezeichnet letztes Jahr, weil zwar 3 Millionen nach 700.000 zurückgezogen sind und fort, also Verluste, aber sie haben also mit City Gardening und mit Art and Craft wieder also 50-60%, also ihre eigenen Lebensmittel stellen sie selber her, sie verkaufen und sie haben es also wieder stabilisiert. Und das, was man jetzt hier erlebt, ist eine schwere Destabilisierung weltweit.
ja, entgegengewirkt werden muss. Aber das kann man nicht sozusagen leiden, das ist hochkomplex. Das ist das Wichtigste. Ich sage nur eines noch dazu und dann bin ich schon. Das Problem aus meiner Sicht ist zu einem gewissen Teil die Effizienzsteigerung. Wir Effizienz steigern uns zu Tode. Also es macht ja keinen Spaß mehr. Ja? Macht ja keine Freude mehr. Aber spürt ja jeder. Es spürt jeder. Spürt jeder. Ich kann mich noch erinnern, da war es so hoch, ist meine Mutter mit mir beim Gorndil rausgegangen, auf der Vis-à-vis-Seite hat einer die Fassade abgefabelt und hat alle abgepfiffen. Meine Mutter hat gesagt, ist es nicht schön, wenn einer bei der Arbeit eine Freude hat? Wir haben das. Ja, dieses zu Tode effizient steigern ist das Problem. Der Landwirt, mit dem ich das jetzt mache in der Gemeinde, der uns Karotten, Zwiebeln, Knoblauch, Sellerie und diese ganzen Geschichten anbaut, der hat zum ersten Mal in seinem Leben, der ist so alt wie ich, hat er ein Danke für seine Arbeit gehört. Der hat vorher für einen Supermarkt produziert, biologische Fenchel und so weiter. Wie er die Verpackungsmaschine gekauft hat, hat der Supermarkt gesagt, nein, jetzt zahlen wir da aber 20 Cent weniger oder so. Weil er dann nicht mehr ausgehen hat. Und zum ersten Mal, seitdem er in Oberkaufendorf das Gemüse selbst anbaut, kommen die Leute zu ihm und sagen, danke, das ist eine exzellente Ware, schmeckt hervorragend. Aber wenn es nicht EU-konform gerade sind, die Paprika, sondern Krummhaxert sind, aber sie schmecken einfach gut. Also ihr wisst, was ich meine. Dieses zu Tode effizient steigern ist das Problem aus meiner Sicht zu einem gewissen Teil. Und das Eigentliche heißt Resilienz, die Widerstandsfähigkeit unserer Gesellschaft, die Widerstandsfähigkeit unserer Gemeinde ganz einfach zu erhöhen gegen die Auswirkungen von Globalisierung, gegen die Auswirkungen von Kapitalismus, gegen die Auswirkungen von Gier. Von diesen Dingen müssen wir uns einfach widerstandsfähig machen. Ja. Entscheidungen müssen nicht in der Realität entstehen, die Zeitung sind. Der Käse wird injiziert in Amerika, das war 8 Monate. Ich möchte drei Fragen stellen, die zusammenfassen. Nämlich, du hast von Bruch gesprochen oder davon, dass du nicht sicher bist, was das für ein Bruch ist. Aber ich möchte gerne wissen, das, was wir in Europa sehen, da gibt es eine ganze Reihe, angefangen mit Griechenland, in Spanien, in Brexit, in Frankreich jetzt bei der Wahl. Es gibt ganz viele Anzeichen dafür, dass die politischen Systeme ganz tiefe Bruchlinien produzieren. Und das Erste, ich glaube, dass es Chancen gibt. Und das Zweite, Hanna, ich habe das sehr oft gehört, jetzt bei dir wieder, aber auch bei ATTAC, Kräfteverhältnisse verschieben. Und das ist natürlich das Hauptziel, die Kräfteverhältnisse zu verschieben. Aber meine Frage ist, du hast nämlich das gleichgesetzt, die internationale Ebene, supranationale Ebene mit der nationalen. Mir kommt aber vor, das, was der Boris auch gesagt hat, dass auf der nationalstaatlichen Ebene das Verschieben der Kräfteverhältnisse wesentlich einfacher ist, vor allem dann, wenn man an der Peripherie ist. Und das Griechenland natürlich, Italien, überall dort, zeigt es fast an, dass da bald Mehrheiten da sind für eine andere Politik, die man halt jetzt institutionell durchsetzen muss. Das ist meine zweite Frage. Und die dritte vielleicht auch an dich, weil das ist mit dem Geld gekommen. Und was die Antwort der Hanna, dass man das Geld nicht abheben darf von der Gesellschaft, halte ich für sehr wichtig. Gleichzeitig, die neoklassische Idee, dass Geld neutral ist, hat sie jetzt gerade an Griechenland gezeigt, dass das ein vollkommener Unfug ist. Und dass Geld ein wesentliches Steuerungsinstrument ist, das eigentlich ein sehr politisches Instrument ist und dass es natürlich wichtig ist, das in die Hand zu bekommen und dass sozusagen die Unabhängigkeit der EZB das in die Hand der Eliten allein gibt. Jetzt die Frage, ist das reformierbar? Das sind drei Fragen, die diese Diskussion vielleicht ein bisschen zusammenfassen. Ich würde euch jetzt noch einmal die Möglichkeit geben und dann noch eine zweite Runde machen und dann Schluss. Ich kann gerne antworten. Also für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, wenn es darum geht, wo auf nationalstaatlicher Ebene die Kräfteverhältnisse stärker verschoben werden können oder wo da auf nationalstaatlicher Ebene so große Bewegungen entstehen. Ich bin mir halt nicht so ganz sicher, ob da die Perspektive wirklich stimmt oder ob es nicht genauer hinschauen müsste. Also könnte man nicht fragen,
wo waren die erfolgreichen Proteste in Österreich gegen Privatisierungen, wo waren die erfolgreichen Proteste in Österreich gegen Betriebsabwanderungen und so weiter, würde ich jetzt nicht so sehen. Ich glaube auch nicht, dass die österreichische Linke die Kräfteverhältnisse auf der österreichischen Ebene stark verschieben kann im Moment. Ich glaube, dafür sind sie eher zu unseren Ungunsten. Und was man aber sehen kann, wäre zum Beispiel regionale Kämpfe oder lokale Kämpfe, Kämpfe um einzelne Häuser, wo Leute sich gegen Aufwertungen oder Gentrifizierungsprozesse wehren. Wenn wir uns anschauen, wie Podemos entstanden ist, dann sind das regionale Kämpfe gewesen auf Plätzen. Und wenn es um Syriza geht, dann kann man sagen, ja genau, das ist auf der Ebene der Nationalstaaten, haben sich da Kräfteverhältnisse verschoben und sind dann damit auch ein bisschen gescheitert, nämlich weil die EU erpresserische Methoden angewandt hat und so weiter. Das heißt, ich glaube einfach, dass diese Frage der Ebene nicht immer ganz einfach zu beantworten ist, dass man sich das immer konkret anschauen muss, für welche Kämpfe hat man auf welcher Ebene gute Voraussetzungen. Ich kann darüber reden, wo auch wenn es um Antidiskriminierungsmaßnahmen auf der Ebene der Europäischen Union Erfolge möglich waren, die zum Beispiel in Ungarn nicht möglich wären im Moment, wenn es um Antidiskriminierung gegen Roma geht und so weiter. Also glaube ich, ist diese Frage nicht so einfach zu beantworten, man sollte sie immer konkret stellen und dann auch immer so beantworten, je nachdem, wo man zu welchem Thema man arbeitet, wo man die Perspektive am besten verschieben kann. Ja, vielleicht darf ich gleich an das anknüpfen, weil meines Erachtens gibt es schon sehr konkrete Beispiele, gerade in der österreichischen Geschichte und auch in der aktuellen österreichischen Situation, die sagen, wie entscheidend das die nationale Ebene ist. Nehmen wir nur das Beispiel Gesundheitsreform. Deckelung der Gesundheitsausgaben ist beschlossen worden, bereits mehrmals. Ja. Und der letzte Beschluss war, dass die ursprüngliche Deckelung mit 3,9% Wachstum der Gesundheitsausgaben, Anteil am Bruttoinlandsprodukt, gesenkt wird auf 3,2% Anteil Wachstum der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt. Warum ist das so bedeutend? Wir wissen natürlich, dass diese gesamte Geschichte zurückgeht auf das Verschuldungsmoratorium bzw. auf den EU-Fiskalpakt mit der Regelung, dass maximal das strukturelle Defizit 0,5% des Bruttoinlandsproduktes betragen darf. Schauen wir sich an, was das für ein Bereich ist. Das ist ein Bereich, der doch letztlich 10-11% des Bruttoinlandsproduktes organisiert. Das sind gewaltige Brocken. Ja? Und natürlich besteht seit Beginn oder seit Ingangsetzen dieser neoliberalen Wende eine unheimliche Begehrlichkeit des veranlagersuchenden Kapitals, auch diese Bereiche zu unterwerfen. Nur sind sie aufgrund der Geschichte halt organisatorisch sehr schwer zu unterwerfen. Das hat vielfach viel weniger zu tun mit dem unmittelbaren politischen Willen der Akteure, sondern aufgrund der Struktur, aufgrund dessen, dass da eine sehr komplexe Struktur von Stakeholdern, würde man heute sagen, ja, in Wahrheit sind halt alle möglichen Akteure da eingebunden, haben etwas mitzureden und blockieren mitunter seit Jahren halt die Einschnitte, die die radikalisierten Neoliberalen eigentlich in diesem Bereich setzen wollen. Aber wir können dieses Beispiel auf viele andere Bereiche ausdehnen und wir sehen halt, dass mit den öffentlichen Budgets, und das sind vor allem das Bundesbudget in Österreich, ja, freilich auch die Länderbudgets, auch die Gemeindenbudgets, auch das Budget der Sozialversicherungen, aber das sind natürlich Brocken, die in Wahrheit natürlich ganz real und vehement umkämpft werden und wo man will, quasi, dass sie deshalb reduziert werden, um auch auf die Bereiche, die mit diesen Mitteln, also wo mit diesen Mitteln Wirtschaft und Sozialleistungen organisiert werden, zu unterwerfen. Also da sieht man schon ganz wesentlich diese, und ich bin auch immer wieder erschrickert, immer wieder, wie wenig bewusst das eigentlich von den fortschrittlichen Kräften wahrgenommen wird. Ich kann mich erinnern an die ersten Diskussionen in dem Zusammenhang, sobald du auf irgendeiner Konferenz von Fortschrittlichen diskutiert hast,
oder versucht hast zu diskutieren, die Angriffe auf das System der Sozialversicherung, sind du mit offenem Mund gegenüber gesessen und haben nicht verstanden, was das überhaupt mit progressiver Politik zu tun haben sollte. Geht es ja da nur quasi um bestehende Strukturen und bestehende Einrichtungen. Zum Zweiten möchte ich doch nur kurz auf diese Frage vom Geldsystem eingehen. Also ich teile da in manchen Aspekten die Position von der Kollegin Lichtenberger. Ich glaube, dass diese abstrakte Debatte um ein Geldsystem tatsächlich nicht nur fruchtlos ist, sondern extrem gefährlich ist. Wir müssen verstehen, über das Geld und über das Geldsystem wird diskutiert, seit es das gibt. Und wird immer wieder sozusagen in Frage gestellt und auch immer wieder radikalst in Frage gestellt. Und wenn heute formuliert wird vielfach, die Banken schöpfen Geld aus dem Nichts heraus, ja, das ist irgendwie so eine Zuschreibung alchemistischen Zaubers, dann muss man darin erkennen, es ist einfach eine tiefe Skepsis gegenüber der Zunahme an Komplexität in der Gesellschaft insgesamt. Weil natürlich ist das Kreditsystem ein System, das letztlich darauf baut, dass Menschen Beziehungen in der Zeit zueinander eingehen, wirtschaftliche Beziehungen in der Zeit zueinander eingehen. Und die Geschichte hat ja gezeigt, sozusagen, dass wann das möglich wird, dass auch eine enorme Zunahme in der dynamischen Entwicklung der Gesellschaft damit verbunden ist. Das heißt natürlich nicht, wenn ich sage, über das Geldsystem soll in der Weise abstrakt nicht so diskutiert werden, dass Geld deshalb neutral ist. Geld ist freilich nicht neutral. Und freilich hat Geld immer diese doppelte Seite, dass es auf der einen Seite Akteure, wirtschaftliche Akteure direkt organisiert und dass auf der anderen Seite über das System der Notenbank zum Beispiel eben auch die politische Macht sehr wohl eine Möglichkeit hat, auf die konkrete Wirkungsweise des Geldes in der Gesellschaft Einfluss zu nehmen. Ich glaube aber, dass es nicht nur sozusagen das Geldsystem in der Art, dass es nicht nur falsch ist, über das Geldsystem in der Art und Weise abstrakt zu diskutieren. Ich glaube, dass es überhaupt fraglich ist, ob es uns weiterbringt, wenn wir über das System abstrakt diskutieren und über eine Systemalternative abstrakt diskutieren. Wir müssen einfach diese Frage der konkreten politischen Macht immer in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung mit einbeziehen. Ich sag, man kann jetzt natürlich zum Beispiel auch über das kapitalistische System so diskutieren, dass man einen Kriterienkatalog bildet, was ist das kapitalistische System, was ist Lohnarbeit, Kapitalakkumulation, Organisation der Allokation über Märkte und so weiter. Und dann sagt man, gut, wenn wir das und das und das abschaffen, dann haben wir den Kapitalismus überwunden. Das ist aber nicht der Punkt, ja, weil mitunter braucht man sozusagen auch, mitunter kann man die Lohnarbeit gar nicht so einfach aufheben und es ist ja mitunter auch gar nicht sinnvoll, die Lohnarbeit so einfach aufzuheben. Was wir brauchen, ist eine konkrete Diskussion darüber, warum es bestimmten Fraktionen des Kapitals, ich würde es für Österreich und Mitteleuropa oder Deutschland oder so des exportorientierten Kapitals, warum ist es denen gelungen, derartig hegemonial zu werden in der gesamten gesellschaftlichen Entwicklung, natürlich vor allem in der Wirtschaftspolitik. Und vielleicht in dem Zusammenhang auch kurz zum Wunder von Börgel. Auch da sieht man das ja sehr konkret, weil freilich kann ich das Wunder von Börgel aus einer keynesianischen Perspektive betrachten und sagen, freilich ist es sinnvoll, in einer Situation einer zusammengebrochenen Liquidität, einfach Liquidität in einen Kreislaufzusammenhang einzubringen. Aber man hat natürlich auch die machtpolitische Perspektive gesehen, nämlich in dem Punkt, wo es abgedreht worden ist durch eine Notenbank, die der Austerität verpflichtet war in dieser Zeit. Ja, genau. Und dann war noch vom Alfred die Frage mit der Schwäche der Linken. Ich glaube, da habe ich mich vielleicht ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Ja. Natürlich ist es sinnvoll, die Frage zu stellen, ob nicht die Stärke der rechten Kräfte auch zu tun hat mit der Schwäche der Linken. Und tatsächlich erleben wir oft vielfach Situationen, wo man sich die Frage stellen muss, ist es nicht geradezu eine Einladung,
quasi an die Rechten stärker zu werden, was da konkret praktiziert wird. Ich nehme nur jetzt dieses Beispiel, was gerade jetzt beschlossen wurde, ist im Nationalrat mit dem Versammlungsrecht und so weiter, wo dann freiheitlicher Abgeordneter Rosenkranz hergehen kann und sagen, das öffnet der politischen Willkür Tür und Tor. Also da fragt man sich wirklich, ob die nicht wirklich geradezu eingeladen werden. Aber ich glaube, man sollte vorsichtig sein, sozusagen das einfach als Antwort zu nehmen. Die Stärke der Rechten ist die Schwäche der Linken, weil wir können auch mitunter davon ausgehen, dass wenn die Linke stärker wäre, die Rechte mitunter nur radikaler wäre. Ja? Und nicht nur radikaler, sondern auch mitunter gewaltbereiter in ihrer Politik wäre. Auch das, diese Beispiele gibt es ja in der Geschichte. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass es eben notwendig ist, wieder darum zu ringen, nicht davon auszugehen, sozusagen, dass die politische Emanzipation sowas ist wie eine natürliche, dass sich das so natürlich durchsetzen würde und eine natürliche Sehnsucht wäre von den Menschen, sondern ich glaube, was ich zum Ausdruck bringen wollte und was wir in der Solidarwerkstatt zum Ausdruck bringen wollen mit unserer politischen Praxis ist, das muss etwas sein, was als konkrete, lebbare Alternative fühl-, sicht- und hörbar wird für Menschen. Nur so werden wir quasi dieser Stärke, werden der rechten Kräfte entgegentreten können. Ja. Okay, ich rede zu zwei Punkten. Zuerst zu dieser Geldfrage. Ich bin eigentlich weitgehend mit den Vorrednern, Rednerinnen einverstanden. Ich sehe keinen Grund, warum man die Auseinandersetzung mit dem Geld beginnen soll und das Geld aus dem gesellschaftlichen Kontext herauslöst. Das ergibt für mich keinen Sinn. Dass Geldschöpfung über Kreditproduktion, über Kredite, dass damit Geld geschöpft wird, das ist banal. Das war schon seit langer Zeit so, schon in früher, das teilweise sogar in vorkapitalistischer Zeit. Das ist an und für sich nichts Besonderes. Und dass da zeitweise immer periodisch auch, sagen wir, Verschuldungspyramiden entstehen, die dann aber ebenso sicher auch wieder in sich zusammenbrechen, ist an und für sich auch nichts Besonderes. Ich denke schon, dass die entscheidende Frage ist, wie wir produzieren, wo was wir produzieren, für wen und wer die Früchte also unserer Arbeit wie verteilt. Das sind die entscheidenden Fragen. Und natürlich kann man dann, wenn man diese Fragen dann beginnt zu beantworten, konkret, sei es lokal, national oder international, kann man natürlich vor der Geldfrage nicht Halt machen. Irgendwo endet, kommt man auch zum Geld, selbstverständlich. Und da teile ich das, was du gesagt hast. Ob jetzt das eine nationale Währung ist oder der Euro, kann selbstverständlich einen Unterschied machen. Je nach Situation, je nach Land. Ja? Also das heißt, unter Umständen ist es möglich mit einer nationalen Währung, dass ein Land einen etwas größeren Spielraum hat, noch eigenständig zu handeln, als wenn es dieses Geld nicht hat. Ich sage, die Möglichkeit ist gegeben, dass der Spielraum größer ist. Ich sage nicht, dass die Garantie da ist. Ja? Das hängt da noch von etlichen weiteren Faktoren ab. Ja? Und so würde ich die Geldfrage anpacken. Also ich beginne nicht damit, aber ich mache auch nicht Halt davor. Ja? Einen Satz nur dazu noch stellen. Das nicht ist verstanden wird. Das Nationalgeld ist das eine, ja. Aber das nie geschöpfte, der Zins ist Zinseffekt, wo riesige Kapitalsammeldeckung. Ja, aber es gibt Leute, die immer mit dem Zins beginnen. Da sehe ich, das ist genau dasselbe wie Problem mit dem Geld. Der Zins ist für mich nicht das zentrale Problem. Der Zins ist letztlich nur eine Ausdrucksform, wie Werte, die produziert wurden, verteilt werden. Oder wie Werte, wo man annimmt, dass sie in Zukunft produziert werden, schon vorweg verteilt über Zinsen. Das ist ja nicht ein Wert, der entsteht über Zinsen oder Bodenrente oder was ist. Das ist nur eine Umverteilung. Ja, ja. Aber und da entsteht ja weniger Leute reich und die Mehrheit wird arm. Punkt 1.
Ja, aber das liegt nicht am Zins, das liegt auch nicht am Geld, sondern das liegt an der Art und Weise, wie wir produzieren und wie die Früchte unserer Arbeit verteilt werden. Das ist die entscheidende Frage. Und da spielt dann Geld eine Rolle, aber das Zentrale ist die Frage, wie wir produzieren, wie wir leben. Jetzt möchte ich aber auf die Frage des Drucks eingehen, weil ich die viel interessanter finde und politisch viel relevanter. Ich bin einverstanden, dass man von Fall zu Fall schauen muss, auf welche quasi Maßstabsebene man eher Kräfteverhältnisse verschieben kann. Das ist aber letztlich auch ein wenig, kann auch abstrakt sein und es ist auch nicht willkürlich. Wir haben in der Tat das Problem, dass sehr viele politische Auseinandersetzungen, ob uns das gefällt oder nicht, irgendwo auf der nationalen Ebene ausgehandelt. Es gibt nationale Wahlen, es gibt eine nationale Öffentlichkeit, es gibt Sprachräume. Schauen wir nur, wer in Österreich oder der Bundesrepublik Deutschland hat aufmerksam die Entwicklungen in Frankreich verfolgt. Ich nehme an, eine kleine Minderheit versteht, kann einigermaßen sich einen Reim daraus machen. Also ein ganz banaler Grund, weil wir nicht mal die Sprache sprechen, als Beispiel, also viele sprechen die Sprache nicht. Ja, das heißt, die Öffentlichkeit, die Sozialisierung läuft, auch so wie die Debatten laufen weitgehend auf nationaler Ebene ab. Das halte ich auch für ein Problem. Das halte ich sogar für ein großes Problem, auch in einer emanzipatorischen Perspektive, weil damit der Eindruck vermittelt wird, als ob man auf nationaler Ebene die Probleme lösen könne. Und das denke ich nicht. Viele soziale Bewegungen beginnen vielleicht auf lokaler oder regionaler oder manchmal auch auf nationaler Ebene. Es kommt auf die Sachfrage an. Das Problem ist, wenn sie auf dieser Ebene bleiben, werden sie oftmals auch nicht weiterkommen und oftmals auch scheitern. Das, beispielsweise die Anti-Acker-Bewegung. Ja? Vor langer, langer Zeit gab es auch in diesem Land, war sicher eine Bewegung, die lokal und national entstand, war aber letztlich auch eine internationale Bewegung. Die Internationalität dieser Bewegung war eine ganz wesentliche Stärke, die dann wieder zurückgewirkt hat auf die lokalen Auseinandersetzungen. Das ist nur ein Beispiel, es gibt viele andere. Bei gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen gibt es ebenfalls Beispiele, wo die Auseinandersetzung vor Ort im Betrieb, lokal oder sogar in einem Betrieb beginnt. Wenn aber die Auseinandersetzung nicht, wenn es nicht gelingt, Solidaritäten, Verbindungen herzustellen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich das im Lokalismus oder in der Kleinräumigkeit verliert und zerstört, zerschlagen wird. Und so sehe ich auch die Auseinandersetzung in Griechenland. Es war auf der nationalstaatlichen Ebene und es gelang eben nicht, internationale Verbindungen herzustellen. Und das war auch eine der zentralen Schwächen. Respektive die Regierung, die von Syriza hat sich auch ein wenig auch in ihren Bündnispartnern geirrt, weil mit dieser Sozialdemokratie, wie sie in Europa existiert, schlicht und einfach nichts mehr zu machen ist. Das ist vorbei. Das ist komplett, das ist erledigt. Das ist ein Teil des Herrschaftsapparates, und die dazu beiträgt, eigentlich diese Verwertungsbedingungen voranzutreiben. Und ich möchte noch etwas sagen zur Tragweite der Auseinandersetzung. Ich gehe nicht davon aus, dass du hast auch jetzt mit ein paar Beispielen so angedeutet, dass jetzt in Frankreich die Hälfte der Wählenden irgendwo ihren Missmut geäußert hat. In Spanien gibt es 20% für die Podemos-Stimmen und so weiter. Das gibt das alles, ja. Gleichzeitig gibt es aber meines Erachtens auch eine Verschärfung der neoliberalen Antworten. Es gibt nicht eine Schwächung, sondern es gibt eine Schärfung, es gibt eine Radikalisierung. Weil das die Orientierung, dann komme ich auf die globale Ebene, weil es letztlich ein globales Problem ist. Es geht darum, die Verwertungsbedingungen des Kapitals, und zwar jetzt der europäischen Konzerne, hier vor Ort in Österreich, in Deutschland und so weiter, zu verbessern. Und zwar im globalen Wettbewerb gegen die amerikanischen Konzerne und gegen die aufstrebenden neuen Rivalen aus China. Das ist das strategische Projekt. Das heißt, überspitzt gesagt, die Löhne der chinesischen Lohnabhängigen sind ein wenig die weltweite Referenz. Und das ist letztlich ein globaler Kampf und da wird sich das verschärfen. Insofern wäre eine sehr effiziente
Möglichkeit, unsere politischen Bedingungen zu verbessern, wäre, wenn wir die chinesischen Lohnabhängigen dabei unterstützen könnten, für enorm massive Erhöhungen ihrer Löhne einzustehen. Ja? Das hätte sofort Rückwirkungen auf uns. Das ist in dem Sinne auch ein Argument gegen Small is Beautiful, Denken in Kleinen und so weiter, weil die Dinge vernetzt sind. Angeblich sind die Mindestlöhne in der Region Shanghai schon höher wie in den Regionen Europas. Ist ja gut, ist ja gut so. Ich möchte jetzt eine letzte Runde machen, wenn es Wort mit dem Kissen und dann abschließen. Ich glaube, du möchtest um 21 Uhr gehen. Ja, wer war noch? Bitte. Ja. Bitte. Also ich wollte mich mal zu Ihnen noch äußern, wenn es geht. Ja? Also das ist ein sehr komplexes Thema, weil in den 60er Jahren das Kapital die Arbeitskraft benötigt hat, um zu wachsen. Und in den 70er Jahren, das wurde ja hinaufgezogen, das Kapital unabhängig geworden ist von Arbeitskraft. Und das diktiert, dass wir sie nicht produzieren können, oder Europa nicht produzieren kann, gehen wir nach Peru. 170 Euro ist zu viel in Thailand, wir gehen auf Bangladesch und Kambodscha für 35 Euro rein. Das heißt, nicht mal ein Euro fast am Tag. Und was Sie angesprochen haben mit Shanghai, also 96 war die Situation schon in der Lostzone, dass die Koreaner in Irland und in England produziert haben, am Land, weil die Hausfrauen halt billiger waren als die Kräfte in Südkorea. Das war 96 die also Gehaltsbezahlung. Und das ist ein riesiges Problem dieser Globalisierung, dass man konkurrierende Arbeitsstrategien entwickelt hat, dass ich in Ungarn ein Land habe, ein kleines Stück, und wir Schuhproduktionen gehabt haben von Salamander und italienischen Fabrikanten, nachdem der ungarische Staat die Steuer nach 5 Jahren eingeführt hat. Er hat diesen Betrieben die Steuerfreiheit gegeben für 5 Jahre. Nach 5 Jahren haben sie die ganzen Betriebe wieder zugemacht und sind mit Maschinen weitergezogen in die Ukraine, wo man 80 Euro zahlt, ja? Weil es waren 250 Liter Steuer. Ja? Und das ist das Hauptproblem im Kapital. Das Kapital sucht wie Heuschrecken eine Gruppe von Leuten, die produzieren können. Ja? Und was Sie noch meinen, ist, es muss angepasst werden, wieder, dass die Arbeitsleistung von Menschen eine Kaufkraft hat, die realistisch ist. Und nicht, dass man trotz vieler Arbeit arm ist, wie wir abhängig bei solchen vielen Sachen. Wir verdienen viel Geld, aber letztendlich können wir uns in unserem Land fast nichts mehr leisten. Diese Relationen stimmen wir uns nicht mehr. Ich soll den einen Satz sagen, sicher recht, das ist von der anderen Seite. Wir sind nur zwei Wortmeldungen. So, ja. Da, da. Meine Frage ist jetzt diese Diskussion in den letzten Beitrag, den Sie gemacht haben, wo würden Sie dann trotzdem die Ebene sehen, wo man eigentlich, also Sie haben den Staat als Herrschaftskörper beschrieben, wo man sozusagen Rechtssicherheit festmacht für zum Beispiel für sowas wie Konsumentenschutzrechte, für also alles, was heute im Thema Globalisierung schon gefallen ist, auch Minderheitenrechte, alle zivilen Rechte. Ich sehe jetzt einmal pragmatisch schon den Nationalstaat als sehr wichtige Ressource in der aktuellen Globalisierungsdynamik, wo man noch Rechte gegenüber Konzerninteressen und so weiter wahrnehmen kann. Also das, was vorher beschrieben worden ist, was Kern hier durchgesetzt hat, war ja eigentlich also ein Restbestand von nationalstaatlichen Rückhaltenden wahrnehmen konnte. Und das, was du vorher beschrieben hast, Boris, ist auch, dass es sehr viele Strukturen gibt, die noch funktionieren, die aber gar nicht mehr wahrgenommen werden, als sehr wichtigen also Gesundheitssystem, Schulsystem, dass es ein Souverän gibt, der sowas einfordert, dass es Schulpflicht gibt für alle, dass es ein Gesundheitssystem gibt. Also deswegen bin ich schon verwundert, dass das so diskutierlich mit dem Nationalstaat umgegangen wird und dass das diese Frage nicht gesehen werden. Das ist eine Frage, die sich an eigentlich alle.
Ich möchte nur zurück auf das Mögliche. Also, wir haben die Herrschaftsform gemäß unserer Kräfteverhältnisse und daher ist eine antikapitalistische Politik nicht durchsetzbar. Das heißt, wir leben in einem System, das wir nicht wollen und da bleibt nur Widerstandsbewegung, also Sand ins Getriebe zu geben, aber parallel auch eine Vorstellung, was sind die möglichen Alternativen nach dem Bruch. Also ich bin relativ überzeugt, dass, Sie haben sicher erwähnt, dieser Zusammenbruch der Schuldenpyramide oder irgendeine dieser Wirtschaftssituationen, den Zusammenbruch wird es früher geben, als wir, als die Linke stark wird, glaube ich. Aber sie soll sich dann nicht wieder überrumpeln lassen, wie bei jeder vergangenen Krise, dass dann nachher wieder dasselbe weitergemacht wird. Uns vorbereiten auf Alternativen nach dem Bruch und jetzt einfach nur Widerstandsbewegung organisieren. Kurzweil, ja. Ich hätte mir das Einzige, weil das letzte Ding besprochen wurde, was für mich auch widerspricht, ist den Zinseszins, ist einfach, dass die Situation in der Niedrigzinsphase, die wir jetzt erleben, ja, die Finanzindustrie an einem Zins verdient, sondern an den ganzen Finanzderivaten. Und die normalen, das sind beispielsweise Bausparkassen und so, die sind eigentlich gar nicht überlebensfähig, wenn es jetzt nicht in den Zins geht. Also deshalb wollte ich auch nicht den Zins der Regierung. Ich glaube, ich wollte nur kurz sagen, dass ich das verstanden habe. Wir können nicht nur sagen, was die Banken an der Zins verdienen, sondern dass logischerweise große Kapitalsammeldecken, man logischerweise Zinsen gerechnet, 1% von Milliarden ist so unterschiedlich, weil jetzt 100 Euro zur Bank gibt. Also muss es gezwungenermaßen werden. Da braucht man keine große Mathematik anstellen. Ich gebe dann auch recht, dass das Geldproblem vielleicht nicht das erste zu betrachten wäre, aber unter dem Gesichtspunkt, dass die Politik den Banken, muss ich sagen, Recht in die Hand gibt, dass sie heute eigentlich großteils nur bedingt, ich sage es mir vorsichtig, bedingt legale Geschäfte einen gesetzlichen Rahmen basteln können. Warum haben Banken nach 2008, nach der sogenannten Krise, die warten schon wie alt mit auf Anne, wir sind noch mittendrin, weil sie es nur durch Illegalität, Brüche von Lissabonner Verträgen und so weiter, alles nur hinausgeschoben worden. Warum haben die Banken ja später Mördergewinne gemacht? Nur als Beispiel. Das hängt mit viel Sachen zusammen. Die Lehman Brothers Bank wurde ja nicht als lustig gefallen lassen worden. Warum? Weil da muss ich sagen, wurde dann unterschrieben, auch ein Gesetz, dass die Banken in dem Portfolio das selbst bewerten können. Ist ja wunderbar. Jetzt haben wir als Gebrauchtwagenhändler Haufen all die Autos stehen und jetzt gibt es das Leute in die Buchhaltung. Das schaut natürlich ganz anders dann aus, die Rechnung. Und die Banken, muss ich sagen, haben viele Gesetze bekommen, wo sozusagen die Ausweitung ihrer Geschäfte, wenn wir das machen würden, so wie wir hier sitzen, absolut sofort straffällig werden. Und das ist das Problem. Das heißt, ich habe nichts dagegen, Geld ist wichtig. Nur Geld ist die Frage, wird es jetzt genommen als Tausch, Wertbewahrungsmittel oder als Wertmaßstab? Und ist es in den Hand des Volkes und des Staates? Dann ist es vollkommen korrekt. Dann ist es ja auch, muss ich sagen, richtig anzuwenden. Aber nicht unter der Leitung, dass eine Privatfirma, Zentralbanken drucken können, was sie wollen. Und davon noch Zins, muss ich sagen, an die großen Kapitalgruppen weiterreichen. Dann haben wir bald noch mehr A4 weltweit. Dann ist es wurscht, wenn wir einkaufen. Dann brauchen wir aber dann nicht mehr sitzen, wenn wir gelernt haben. Dann haben wir es erledigt. Yes. Ja, ich brauche eigentlich kein Mikrofon, es geht so. Ich glaube. Achso, okay. Ja, also das mit dem Geldsystem, glaube ich, das ist nicht die Wurzel am Überpacken, sondern es ist umgekehrt. Das ist erst das politische System, das ökonomische System, das verändert werden. Das Geld ist dann auch zweitrangig. Es gibt, weil Sie gesagt haben, ich weiß nicht mehr, welche Möglichkeiten es gibt. Es müssen neue Möglichkeiten aufgezeigt werden, weil diese Linke zu schwach ist. Es gibt jetzt, da wollte ich mich fragen, was Sie davon halten, dieses neue System der Gemeinwohlökonomie, also das, was ich schon gehört habe. Was da, ich habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt und das scheint mir eine vielleicht einzige alternative Übergangslösung, interimistische Lösung zu sein. Was spricht da dagegen? Weil zu einer Revolution wird es nicht kommen. Gibt's noch? Zu einer echten vielleicht, aber nicht in die richtige Richtung. Okay, das war's dann. Danke. Wenn es keine Wortmeldung mehr gibt, dann möchte ich
ans Podium eine Frage aus dem Publikum, die, glaube ich, das Ganze gut zusammenfasst. Nämlich, du sagst, für den Antikapitalismus ist kein Platz. Oder das ist eine kleine Minderheit, das mag so sein. Aber was ich sehe in Europa, dass es in vielen Orten Mehrheiten gibt, die gegen das Bestehende sind. Oder starke Minderheiten, die gegen das Bestehende sind und die sich wünschen, zu einem System zurückzukehren, wie es vielleicht in den 70er Jahren in vielen Ländern verkörpert war. Sozialer Ausgleich, demokratische Mitbestimmung, Souveränität über das Staatswesen. Wenn man die drei Begriffe nimmt, vielleicht lässt sich darüber Mehrheit schaffen und der Rechten auch Einhalt gebieten. Das ist eine Fragestellung, die auch ans Podium geht, neben den anderen Fragen auch. Abschluss, und vielleicht, wenn du beginnst, wird, und glaube ich, willst am ersten gehen. Okay. Als erstes möchte ich nochmal sagen, dass ich Begriffe, also Tierbegriffe für ökonomische oder gesellschaftliche Verhältnisse nicht so passend finde. Deshalb würde ich diesen Begriff des Heuschreckenkapitalismus auch nicht verwenden. Und ich glaube, Begriffe wie Volk verwischen eher Klassenverhältnisse und deshalb finde ich sie nicht so progressiv und für die politische Debatte geeignet. Aber Boris, du hast vorher über den Fiskalpakt geredet, um dann völlig richtig die Probleme im Gesundheitsbereich anzusprechen. Und das war dein Argument, so wie ich dich verstanden habe, dafür, dass ich gesagt habe, man muss immer schauen, auf welcher Ebene man welchen Kampf mit welchen Möglichkeiten führt oder welche Kämpfe man führt. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil du hast gerade das Beispiel herausgenommen, wo diese Frage sich besonders deutlich stellt, dass es immer nicht so einfach ist, quasi zu sagen, das sind die Vorgaben der EU, weil es so ist, dass der Fiskalpakt ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen Staaten ist, der nicht Teil der EU-Gesetzgebung ist und den im österreichischen Parlament eine Mehrheit der österreichischen Abgeordneten beschlossen hat. Und deshalb ist sozusagen die Frage der Umsetzung von Austerität, also Sparpolitik, auf der Ebene der Europäischen Union und dann in den Nationalstaaten eine, die nicht so einfach zu beantworten ist, weil es da schon auch innerhalb der österreichischen Politik einen Konsens darüber gibt, offenbar, dass das eine gute Idee ist, Austeritätspolitik oder bestimmte Vorgaben davon, wie man Budget gestalten kann, wie man Budget nicht gestalten kann, über eine bestimmte Gesamtverschuldung vom Bruttoinlandsprodukt hinauszugehen, dass es da einen Konsens gibt. Und das erscheint mir ein bisschen das Problem an so einer Kritik zu sein. Ich halte die Europäische Union nochmal nicht für ein progressives Projekt. Ich glaube, man muss aber immer die Kritik nochmal, das habe ich schon gesagt, ganz konkret zuspitzen und immer schauen, auf welcher Ebene kritisiere ich eigentlich gerade was. Zu diesen Geldfragen, glaube ich, ist der Christian berufener. Also ich nochmal darüber zu reden, ich würde nochmal betonen wollen, ich glaube, worum es geht ist, wem gehören die Produktionsmittel, wie wird produziert, wie schaut die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums aus, das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen. Wenn völlig richtig festgehalten wird, dass in vielen Ländern eine Mehrheit für eine bestimmte Form von Umverteilungspolitik oder eine Kritik am Bestehenden gibt, dann glaube ich, ist die Aufgabe der Linken, das in eine progressive Richtung zu bringen, Deutungsangebote, Organisierungsangebote zu machen, das ist die große Herausforderung für uns. Zwei Punkte, die Gemeinwohlökonomie und die nationale Ebene, das wäre noch eine Antwort zu der von ihr gestellten Frage. Gemeinwohlökonomie, das ist etwas, was seit einiger Zeit herumgeistert, ich glaube vor allem in Österreich und teilweise in Deutschland oder vor allem in Süddeutschland, und dass es gerade hier so rumgeistert, halte ich auch nicht für einen ganz großen Zufall. Es geht eigentlich ein wenig von der Idee aus, dass es den guten, kleinräumigen, sozialen Kapitalismus gibt, den gemeinwohlorientierten Unternehmer, der wirklich auch freundlich, gut, nett ist. Ich halte das für eine abwegige Vorstellung. Es geht auch nicht um die darum, ob jetzt Unternehmer oder Unternehmerinnen netter oder weniger nett sind, gemeinwohlorientiert oder weniger gemeinwohlorientiert. Ich sage ganz ehrlich, das interessiert mich gar nicht. Das halte ich für komplett irrelevant. Jedes Unternehmen, klein, groß, ist gezwungen, sich in einer Konkurrenz zu anderen Unternehmen zu verhalten.
und sich da irgendeine Marktnische zu erschließen. Jedes Unternehmen ist gezwungen, irgendwie ein paar Überlegungen anzustellen, wie es mit den Löhnen kalkuliert. Und das kann es tun, wenn es in einer ganz genialen Nische ist oder praktisch ein Monopol in einer Nische hat, dann ist es natürlich eher in der Lage, gute Löhne zu bezahlen und vielleicht sich sonst noch ein paar Annehmlichkeiten zu gestatten unter den Beschäftigten. Wenn aber diese Konkurrenz zugespitzter ist, also wenn es diese Freiräume nicht gibt, dann wird auch der gemeinwohlorientierteste Unternehmer über kurz oder lang auf die Idee kommen, entweder die Löhne zu beschränken, zu kürzen oder die Arbeitszeit verlängern oder sonst irgendetwas in diese Richtung zu unternehmen, auch wenn er noch so gemeinwohlorientiert ist. Das heißt, das halte ich für eine komplette Illusion, in diese Richtung weiter zu denken. Und ich halte es auch für politisch, wie soll ich sagen, für ein Drama, sage ich sogar, wenn Organisationen wie IATAG Leuten eine Plattform bieten, genau auf dieser Ebene ihre, finde ich, relativ doofe und inhaltslose Propaganda voranzutreiben. Also ich meine jetzt da vor allem Christian Felber und andere. Weil er ist auch unredlich. Er vermittelt das Bild, als ob mit diesen Maßnahmen, mit diesen Schritten, die er vorstellt, als Guru, man eine ganze Reihe von Problemen lösen kann. Und er negiert eigentlich die Schwierigkeiten, die Widersprüche. Das halte ich für nicht sinnvoll. Das ist auch so wieder die Suche nach, man greift sich irgendetwas heraus, sei es die Gemeinwohlorientierung, das Unternehmertum oder das Geld und reißt es aus dem Zusammenhang raus und das führt nicht sehr weit. Jetzt zur nationalen Ebene. Das ist wirklich eine wichtige Frage. Es war teilweise ein Missverständnis, bin ich nicht ganz sicher. Ich habe gesagt, oder ich denke, dass viele Auseinandersetzungen können auf einer nationalen Ebene sich kristallisieren oder können auf einer nationalen Ebene beginnen. Du hast auch das Beispiel von Sozialversicherung genannt. Als Beispiel, Sozialversicherungen sind nach wie vor national recht unterschiedlich gestaltet sein. Je nach Kräfteverhältnis in dem einen oder anderen Land ist es möglich, eine bessere oder eine schlechtere Arbeitslosenversicherung zu organisieren. Oder man kann sich besser oder schlechter gegenüber Privatisierung zur Wehr setzen. Oder man kann ein besseres oder schlechteres Steuerregime haben. Selbstverständlich bin ich dafür, dass man, wenn sich auf der nationalen Ebene diese Auseinandersetzungen stellen, dass man sich führt und versucht, sie so weit zu treiben wie möglich. Sei es defensiv, um noch Schlimmeres zu verhindern auf nationaler Ebene, sei es zum Beispiel ein Angriff auf Sozialstandards oder ein Angriff auf Arbeitslosenversicherung, das ist klar. Das heißt, das sind Dinge, die auf nationaler Ebene selbstverständlich verteidigt werden können, teilweise und auch sollen. Nichtsdestotrotz sind die Unternehmen in einem weltweiten Wettbewerb. Nicht alle, aber viele Unternehmen, vor allem die führenden Unternehmen, und richten sich danach aus. Und es gibt auch einen Wettbewerb, es gibt eine Konkurrenz um soziale Standards, um Steuersysteme. Also wenn jetzt Trump zum Beispiel seine Idee vorantreiben wollte, die Unternehmenssteuern wirklich auf 15% oder so zu senken, wenn das gelänge, ja, wo viele europäische Kapitalisten auch dafür sind, ich glaube, die wären voll auf Trumps Seite, dann gäbe das letztlich eine Kettenreaktion. Vielleicht ist der Steuersatz jetzt schon niedriger. Ja, es gäbe eine Kettenreaktion, dass in vielen anderen Ländern dieselbe Debatte auftrete. Ja, Großbritannien und Deutschland und so weiter und so fort. Und dann, wie wehrt man sich dagegen? Das zeigt aber auch die Grenzen der nationalen Ebene. Das heißt, die Auseinandersetzung kann auf nationaler Ebene beginnen, sie kann ein gutes Stück geführt werden, man kann auch Verteidigungspositionen aufbauen oder vielleicht auf gewissen Schritten sogar vorwärts machen, also wieder an Einfluss gewinnen, aber es kann da nicht enden, weil es instabil ist, weil es sogleich wieder erodiert, weil das Kapital weltumspannend ist und sofort diese Verteidigungspositionen wieder wegerodieren wird. Das heißt, es bleibt nichts anderes übrig, als zugleich, wie man also auf nationaler Ebene agiert, zugleich auch auf einer internationalen Ebene agieren und versuchen, gewisse Standards für gewisse Errungenschaften auf europäischer und
oder auf einer größeren Ebene zu verteidigen. Da könnte ich sehr viele Beispiele nennen. Zum Beispiel die Umweltpolitik. Natürlich kann Umweltregimes unterschiedlich national sein, nach wie vor. Aber die großen Umweltfragen können mittlerweile nur auf internationaler oder globaler Ebene angepackt werden. Das heißt, man muss beide Ebenen, man kann nicht die eine Ebene gegen die andere ausspielen. Ich würde da beginnen, wo es auf der Hand ist. Ja? Und dann muss man aber weiterdenken und die Dinge miteinander verbinden. Und ich würde jetzt zu der politischen Einschätzung, also ob jetzt in Frankreich die Hälfte dagegen, also gegen diese Art von Globalisierung stimmt, wäre ich sehr viel, wie soll ich sagen, vorsichtiger. Ja? Ich glaube, gerade in der Figur von Mélenchon zeigen sich eine ganze Reihe von Widersprüchen, die ich jetzt selber schon angedeutet habe. Zum Beispiel, dass Mélenchon hat, glaube ich, tatsächlich seine Idee im Kopf, er macht das teilweise auch explizit, bezieht sich teilweise positiv auf Mitterrand beispielsweise, also irgendwie eine Art sozialstaatlich verfassten Kapitalismus in irgendeiner Art und Weise wiederherzustellen. Dass viele Leute das gut finden, ist nachvollziehbar, ja? Weil es besser ist als das, was wir jetzt haben. Ob das glaubwürdig ist und tragfähig, habe ich meine Zweifel. Ich glaube nicht, weil die Spielräume dafür nicht bestehen. Die 60er Jahre waren ökonomisch was anderes als jetzt. Die Spielräume jetzt, praktisch die Produktivitätsgewinne der 50er und 60er Jahre, die waren so groß, dass sowohl die Profite steigen konnten, wie die Reallöhne. Diese Konstellation haben wir nicht mehr. Aufgrund auch der weltweiten Konkurrenz. Das heißt, diese Spielräume, eine reformistische Politik im guten, alten Sinne durchzuführen, also sagen wir eine richtige sozialdemokratische Politik sozusagen, das ist, würde ich zu behaupten wagen, das ist objektiv unmöglich. Diese Spielräume existieren nicht, weil wenn man auch nur einigermaßen konsequente Reformen durchsetzen wollte, sehr schnell inhärent die Frage des Drucks, und zwar des systemischen Drucks, gleich mitgestellt würde, und zwar von der Logik der Auseinandersetzung und vielleicht auch von der Herrschaft, weil das sehr schnell extrem brutale Auseinandersetzungen werden. Griechenland ist ein Vorspiel davon. Das heißt, auch nur die kleinsten Reformen werden nicht zugelassen, weil das Herrschaftssystem mit einer unermesslichen Brutalität zuschlagen wird. Also in Griechenland hat ein großer Teil der Bevölkerung nicht mal Zugang zur Gesundheitsversorgung. Ja? Das ist dann die Ebene. Und das halte ich auch in anderen Ländern, diese Dynamik halte ich auch in anderen Ländern für möglich. Das heißt, da stellt sich die Frage des Drucks sehr, wie soll ich sagen, sehr brutal. Wie kann man die elementarsten Interessen der Menschen, Gesundheitsversorgung, einigermaßen überleben, verteidigen? Und das stellt dann die Frage des Drucks wirklich nach einer Alternative. Und die kann nicht mehr national sein. Das ist die Frage einer internationalen Perspektive. Und ich gehe nicht davon aus, dass das System zusammenbrechen wird. Es wird überhaupt nichts zusammenbrechen. Das wird weitergehen. Mit allen sozialen Konsequenzen, die dann bestimmte Teile der Menschen tragen müssen. Oder kommt zum Bauernaufstand sozusagen. Ja, mich noch mal anknüpfen bei der Frage, die der Willi vorher gestellt hat in der ersten Runde schon, die dann mir entfallen ist. Weil ich sehe ja Bruchlinien. Ich sehe aber jetzt unmittelbar in der aktuellen Entwicklung nicht wirklich Brüche. Ja. Ich sehe Bruchlinien, die insgesamt sozusagen das Weltsystem in einem gewissen Sinn, wenn man es so nennen darf, weiß ich jetzt nicht, destabilisieren und quasi eine permanente Gefahr, eine enorme Eskalationen in sich bergen, aber keine unmittelbaren Brüche auch in der EU und im Eurosystem nicht. Auch jetzt im Zusammenhang mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU nicht. In einem gewissen Sinn werden dort nur wieder alte, in einem gewissen Sinn, ja, die Politik alter hegemonialer oder imperialer Zentren, sozusagen diese Bruchlinien, die es ja quasi über die Geschichte hinweg immer gegeben hat, wieder deutlich konturiert. Und die Entwicklung der jüngsten Zeit sagen sie, dass sie in diese Richtung
eher zuspitzt als wie in Richtung eines Systembuchs. Ich denke, Widerstand ist wichtig, wie es der Peter artikuliert hat, auch die, sozusagen das Nutzen und alle Möglichkeiten zu nutzen, sind im Getriebe, des Herrschaftssystems zu sein. Trotzdem glaube ich nicht, dass wir eine Perspektive des Zusammenbruchs hoffen können oder ihn auch erhoffen sollen und dass es mitunter denkbar ist, dass erst nach einem derartigen Zusammenbruch eine reale Alternative sichtbar und praktizierbar wird. Und vor dem Hintergrund, das, was ich versucht habe, vorher in meine Thesen schon zu artikulieren, wo meines Erachtens diese wesentlichen Punkte für eine Alternative sind, möchte ich schon einmal diese Fragestellung, nach welche Ebene gibt es für Rechtssicherheit aufgreifen und diese ganze Diskussion sozusagen, auf welcher Ebene beginnt man oder beziehungsweise auch die These, ob das nicht mitunter völlig irrelevant sei und man sich halt gerade immer die aussucht, die mitunter aktuell günstiger ist und wenn es die lokale Ebene in einer Situation ist und in einer anderen die EU-Ebene, dann macht man halt das. Ich glaube, das geht doch ganz wesentlich an einer zentralen Fragestellung vorbei, nämlich diese Ebene des Nationalstaates oder überhaupt diese Herausbildung des Staates ist nicht eine formale Ebene einer organisatorischen Struktur, wo ich quasi beliebig noch hinauf oder noch hinunter fahren kann, sondern wir müssen uns dessen vergegenwärtigen, dass eben diese Ebene des Staates diejenige Ebene ist, die nach unserem mehrheitlich sich durchgesetzten Rechtsverständnis die einzige ist, die legitimiert ist, körperlich zuzugreifen auf uns. Und das hat natürlich für eine Gesellschaft eine enorme Bedeutung. Und meines Erachtens ist durch mitunter vulgäre Interpretation marxistischer Theorien, mitunter dann auch durch Systemtheorien, eine Denkweise entstanden, wie wenn eben sozusagen diese Ebene des Staates etwas Beliebiges sei, das halt durch zum Beispiel das Klassenverhältnis heraus geboren worden ist, aber eben auch ganz anders, beliebig anders sein kann in einem gewissen Sinn. Und ich denke, es wäre ganz wichtig, darüber zu diskutieren, weil das natürlich eine Debatte, diese Debatte der Körperlichkeit, ja, des einzelnen Menschen und des Zugriffes der Gesellschaft über den Staat auf diese Körperlichkeit, wie sie sich in der Geschichte herausgebildet hat, eine notwendige Diskussion ist, wo man sich befreien muss sozusagen von dieser einfachen Hoffnung, es wird irgendwann gesellschaftliche Verhältnisse geben, wo das einfach verschwindet oder umgekehrt, wo man sozusagen zurückfällt in irgendwelche reaktionären Gedankenmuster, wo man sozusagen die Körperlichkeit insgesamt dem Kollektiv zuschreibt und dem Einzelnen seine Bedeutung damit in einem gewissen Sinn auch delegitimiert. Und ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist bei der Herausentwicklung einer konkreten, lebbaren Alternative, dass wir dieses Verständnis, genau in diesem Sinne auch von Rechtssicherheit, wie es artikuliert worden ist, wieder progressiv aufladen, sage ich jetzt. Ich glaube, es ist wahrscheinlich keine glückliche Formulierung, aber mir fällt jetzt gerade keine andere ein. Ja. Weil das mitunter hat dieses Stärkerwerden der Rechten ganz unmittelbar damit zu tun, dass die progressiven Kräfte auf diese Fragen sozusagen des Zusammenhangs der eigenen individuellen Körperlichkeit mit der Gesellschaft keine Antworten geben kann. Ja, dass da mitunter das viel relevanter ist, ja, als wie, aber wir ungern sehen, als wie vielfach Verteilungsfragen, sofern sie sich nur in sozialen, ökonomischen Ziffern wiedergeben. Und wenn du, Christoph Zeller, artikuliert hast, dass eigentlich ein Herausbrechen des Nationalstaates gar nicht denkbar ist aktuell, ohne insgesamt einen tiefgehenden, ich will nicht sagen Systembruch, aber Bruch mit dem politischen Machtverhältnis, weil eben die ganzen Verteilungsrelationen sich halt anders entwickelt oder sich heute anders darstellen wie in den 60er und 70er Jahren, dann unterstreicht es meines Erachtens das
Und es unterstreicht aber auch nochmals, dass wenn es nicht gelingt, relevante Gruppen von Menschen dafür zu gewinnen, den Preis, den man mitunter dafür zahlen muss, in Kauf zu nehmen, dann wird es diese Alternative einfach nicht spülen. Das heißt nicht, dass die Welt untergeht deshalb, ja, das kann so Jahrzehnte, Jahrhunderte so weitergehen, aber Alternative im Sinne eines alternativen gesellschaftlichen Emanzipationsprojekts ist dann einfach keine tatsächliche Praxis. Ja. Ich möchte mich bei allen sehr herzlich bedanken, beim Publikum, das lange ausgehalten hat und auch viel mitdiskutiert hat, und bei allen vier Rednern, die jetzt schon etwas gelichtet sind hier ein. Ich denke, wir stehen ziemlich am Anfang von einer Entwicklung, einer Bewegung, aber wir werden weiter auch noch auf drei Dinge hinweisen. Noch einmal die Kundgebung am 14. Solidarstaat statt EU-Konkurrenzregime. Das erstens, zweitens, ich habe das vorher genannt mit Alitalia, es gibt so eine internationale Unterstützungsaktion für die Beschäftigten von Alitalia, die die Verstaatlichung, die Nationalisierung fordern, was ein Bruch mit allen EU-Regeln ist. Das ist ganz wichtig politisch, das zweitens. Und drittens, das haben wir noch nicht direkt organisiert, aber wir wollen gerne im Rahmen unseres Komitees über die Österreich als Nation diskutieren, nämlich wie sich das herausgebildet hat, beispielsweise mit der Institution der Neutralität und mit dem Sozialstaat, dass ob das wirklich nur was Reaktionäres ist oder ob da auch was Fortschrittliches dran ist, an dem man anknüpfen kann. Das werden wir in den nächsten Wochen bekannt geben. Diese drei Dinge, wer Interesse hat, mitzumachen, zu unterstützen, der soll hinten seine E-Mail-Adresse hinterlassen oder mit uns auch sprechen. Danke und bis zum nächsten Mal. Ich habe noch eine kleine Werbedurchsage. Es gibt einen Text, der von einem Kollegen aus Belgien formuliert, geschrieben wurde, Eric Toussaint, der ist vom Komitee für die Annullierung der Schulden der Dritten Welt, aber das ist eine Organisation, die vor allem europäischen Zusammenhang jetzt mittlerweile aktiv ist. Das ist der Versuch, eine linke europäische alternative Perspektive zu formulieren, auch mit konkreten Forderungen oder mit konkreten Perspektiven, auch im Falle von linken oder quasi linken Regierungskonstellationen. Was dann, das ist ein Vorschlagstext. Ja? Der Text wurde vor allem von Leuten aus Belgien, Frankreich und Spanien unterschrieben. Von mir auch, aber ich bin der Einzige aus Österreich. Das liegt vielleicht an gewissen Netzwerken oder vielleicht liegt es an Österreich, das weiß ich nicht. Vielleicht beide. Ja, ja. Aber ich habe ein paar Exemplare da. Es ist auf Deutsch, es ist in mehreren Texten, also das Original ist auf Französisch, es gibt mittlerweile in mehreren Sprachen. Die deutsche Übersetzung ist ganz leicht, nicht immer ganz elegant, aber sie ist gut verständlich.